Tja, meine Damen und Herren, letzte Runde für den heutigen Tag und für die zweitägige Veranstaltung. Und ich darf vorstellen Herrn Westermeier, der sich angekündigt hat, erneuerbare Energien spielen seit vielen Jahren die Hauptrolle in meinem Tätigkeitsfeld, angefangen vor mehr als 15 Jahren mit Pflanzenöl als Kraftstoff, über Biogas- und Holzgasnutzung bis hin zur Wärmepumpe. Das interessiert mich am meisten. Und wir haben uns heute Morgen schon mal ein bisschen ausgetauscht und ich weiß, da kommt ein sehr erfrischender Vortrag auf Sie zu. Herr Westermeier. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Ich möchte gleich beginnen, ein paar kurze Worte zur Firma Razzitherm auch zu verlieren. Wir sind seit 30 Jahren im Wärmesektor unterwegs oder seit über 30 Jahren im Wärmesektor unterwegs, sprich wir kommen eigentlich aus der Puffer- und Schichtspeichertechnik, Solarthermie war schon immer unser Ansinnen oder unsere Idee und wir sind dann relativ früh schon eingestiegen in das Thema Wärmepumpen. Wir haben 2005 die ersten Wärmepumpen gebaut, um uns da auch ein bisschen vom Markt zu unterscheiden, weil eine normale 0815 Luftwärmepumpe brauche ich mich nicht als Mittelständler mit 40 Mitarbeitern im Markt versuchen zu behaupten, sondern wir sind schon immer Sonderwege gegangen, hybride Wärmepumpensysteme, die hybride Quellen nutzen können, zum Beispiel Luft gepaart mit Solarthermie als Kombination zum Beispiel, solche Dinge. Und so sind wir dann auch letzten Endes in das Thema Nahwärmenetze kombiniert mit Wärmepumpe eingestiegen, nämlich 2014. Da komme ich später aber auch noch ein bisschen drauf, haben wir eben das erste kalte Nahwärmenetz in Deutschland gebaut mit eben dieser Ausprägung. Ja, wie gesagt, Solartechnik, man sieht hier auch ein bisschen die Projekte, die wir über die Jahre gemacht haben. Also das sind alles Nahwärmeprojekte, die wir über die letzten Jahre gemacht haben, im Schnitt so 1,5 bis 1,8 Netze pro Jahr. Verschiedenste Ausprägungen, ein paar davon werde ich später auch noch vorstellen und die sind eben alle ausgerüstet mit entsprechenden Wärmepumpen. Ja, warum eine Wärmepumpe im Nahwärmenetz? Es gibt das klassisch kalte Nahwärmenetz, das werden die meisten von Ihnen kennen, das sogenannte, oder wir nennen das Quellennetz, das heißt, Sie haben irgendwo ein Sondenfeld, ich denke, das Thema hat man heute auch schon mehrfach, Sie haben ein Sondenfeld und entziehen sozusagen dem Erdboden die Wärme bei eben, sage ich mal, irgendwas zwischen 5 und 10 Grad Temperatur im Vorlauf, was Sie auf der Wärmepumpe nutzen können. Und unsere Herangehensweise war, naja, es gibt auch gerade heute Sonnenschein ohne Ende, lasst uns das doch in die COP-Optimierung der Wärmepumpe stecken, dann wird nämlich aus einem COP von 3 ein COP von knapp 6 als Beispiel. Und das war sozusagen die Grundidee zu sagen, okay, wir nutzen das kalte Nahwärmenetz, aber beaufschlagen das mit zusätzlichen Temperaturen und so hat sich dann über die Zeit verschiedenste quasi Strategien, wie man solche Netze betreiben kann, auch rauskristallisiert und da möchte ich heute ein bisschen was auch dazu erzählen. Es ist ganz einfach, letzten Endes, wenn Sie 1 kW Strom einsetzen, kriegen Sie bei einer Standardwärmepumpe irgendwo COP3, COP4, wenn Sie auf 55 Grad hoch müssen von 10, liegen Sie da irgendwo dazwischen und wenn Sie aber sozusagen es schaffen, über eine externe Quelle, sei es Sonne, sei es irgendwas anderes, diese Temperatur, Abwärme als Beispiel, diese Temperatur anzuheben, also sprich die Quelle nach oben zu ziehen, ziehe ich natürlich automatisch mein COP nach oben. 1 Grad mehr Temperatur im Nahwärmenetz spart mir 2% Strom auf der Wärmepumpe. Und so, das ist sozusagen die Grundidee, die wir da verfolgen in diesem Zusammenhang. Genau, ja, worüber möchte ich sprechen? Wie gesagt, dieses ganze Thema kalte Nahwärme, Sondennetze möchte ich ausblenden, auch das Thema heiße Netze oder aus meiner Sicht heiße Netze, wenn Sie den Stadtwerker fragen, sind auch 90 Grad noch nicht heiß, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ich möchte hier letzten Endes 2 Netzstrategien vorstellen, eben das Thema gleitende Nahwärme und kalt-warm umschaltbare, also quasi wechselwarme Netze.
All diese Netztypen haben gemeinsam, dass sie auf eine Wärmepumpe angewiesen sind, die dort eben je nach Ausprägung verschiedenste Aufgaben übernehmen muss. Man hat eben hier den großen Vorteil, Sie sehen es hier, wo ich schon am Anfang darauf eingegangen bin, COPs schaffen Sie halt im kalten Netz irgendwo zwischen 4 und 5 und hier geht es halt hoch auf 6 bis 7. Dadurch, dass Sie einfach technisch diese Vorwärmung im Netz entsprechend erledigen. Dafür gibt es eben verschiedenste Quellen. Da kommen wir eben aber auch noch drauf auf die verschiedenen Netztypen. Sozusagen der einfachste Fall oder der momentan weit verbreitetste Fall ist ein sogenanntes gleitendes Netz. Das ist im Prinzip ein Netz, das zentral über eine irgendwie geartete Erzeugerstruktur, ja, Sie haben hier bei solchen Netzen immer irgendwo eine Quelle, sei es das über ein Heizhaus realisiert, zum Teil auch Wärmepumpen, Großwärmepumpen dann im Normalfall, aber eben auch Solarthermie, werden eben solche Netze gleitend betrieben, auch BHKWs zum Beispiel sind da einsetzbar. Und das bedeutet, das Heizhaus bildet Ihnen die klassische Heizkurve ab. Das heißt, Abhängigkeit von der Außentemperatur, Sie sehen es oben an der Grafik, in Abhängigkeit der Außentemperatur variiert die Vorlauftemperatur im Nahwärmenetz. Und die Besonderheit ist jetzt, dieses Heizhaus, diese Temperatur, die Sie da ins Netz schicken, die versorgt mit das Gebäude direkt, ohne Wärmepumpenbetrieb. Aber natürlich, in der Regel mache ich sowas im Neubau. Das heißt, Sie haben da das Thema, Sie haben ja da dort im Normalfall Flächenheizung heutzutage technisch natürlich. Das heißt, Sie brauchen maximal Vorlauftemperaturen in so einem Netz von 40, 45 Grad, je nach Außentemperatur. Und die Idee ist jetzt sozusagen zu sagen, okay, fürs Warmwasser reicht mir das natürlich nicht. Ich habe dezentral in den einzelnen Gebäuden, habe ich sozusagen nachgeschaltet, noch eine kleine Wärmepumpe, die sich aus diesem Quellnetz bedient, also aus diesen 40 Grad Vorlauftemperatur, und mir das Warmwasser oder die Trinkwasser-Warmwasserbereitung macht. Das ist sozusagen die Basisstrategie hinter so einem gleitenden Netz. Sie brauchen dafür eine Wärmepumpe, die das kann. Das kann nicht jede Wärmepumpe, aber da kommen wir dann auch tatsächlich gleich noch drauf. Ich möchte erst noch den anderen Typ Wärmenetz vorstellen. Der ist dann tatsächlich eher eine Geschichte für Bestandsgebäude, weil sie da genau das Riesenproblem haben. Das war auch damals tatsächlich die Herausforderung, vor der wir standen bei dem ersten kalten Netz, das wir gemacht haben. Sie haben ein sehr inhomogenes Bestandswohngebiet letzten Endes oder ein Areal, das sie versorgen wollen. In unserem Fall waren das wirklich Gebäude aus dem Mittelalter, alte Stadtmauer, aber auch 90er-Jahre-Bauten. Die haben natürlich extrem unterschiedliche Wärmebedarfe und sowas kann ich mit einem kalten Netz nicht abdecken. Was ich aber abdecken kann mit so einem Netz, ist die Warmwasserversorgung im Sommer. Und hier geht man eben den Weg, auch wieder dezentrale Wärmepumpen einzusetzen, die im Sommerbetrieb sozusagen senke ich das Netz ab, betreibe das in der Regel rein solar, also über solarthermische Flächen, halte das Netz auf 20 bis 30 Grad, um eine schöne, sage ich mal, effiziente Warmwasserbereitung über die Wärmepumpe machen zu können. Und im Winter, wenn ich wirklich dann sage, ich brauche 80 Grad, 70 Grad im Netz, schalte ich die Wärmepumpen ab und erzeuge diese Energie zentral über das Heizhaus, sprich Biomasse, sprich BHKW, was auch immer. Oder auch Wärmepumpen, CO2-Wärmepumpen zum Beispiel haben wir auch zum Teil bei solchen Netzen im Einsatz. Und darüber schafft man es dann eben, das umzusetzen, beziehungsweise auch diese Gebäude effizient versorgen zu können. Man sieht es hier oben jetzt ein bisschen. Sie sehen hier, es gibt einen harten Umschaltpunkt von Sommer- auf Winterbetrieb. Über den Sommer waren sie abgesenkt und ab einer gewissen Außentemperatur, 12, 15 Grad plus in etwa, zieht man das Netz wieder nach oben. Das heißt, Sie haben halt hier die Riesenmöglichkeit, den Sommerbetrieb sehr effizient mit sehr wenig Verlusten, weil das ist ja das, was dem Nahwärmenetzbetreiber wehtut, der Sommerbetrieb. Im Winter kriegt er die Wärme in der Regel relativ gut los, aber im Sommerbetrieb ist das eben sozusagen das, was schmerzt. Und da gehen wir eben den Weg, das über die Wärmepumpen zu erledigen. Ja, sind wir schon mitten im Thema letzten Endes. Sowas kann nicht jede Wärmepumpe, wenn Sie heute sich im Markt umschauen.
gibt es eben Wärmepumpen, klassisches Sole-Wärmepumpe, die wird Ihnen bei 25, 30 Grad Quellnetztemperatur aller spätestens die Biege machen, sprich, die geht auf Hochdruckstörung. Das heißt, die können das gar nicht. Jetzt komme ich wieder auf das, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir waren sozusagen schon immer in Bereichen unterwegs, wo man, sage ich mal, andere Wege geht oder eben in kleinen Segmenten vom Markt. Und genau sowas haben wir eben hier uns auch überlegt. Das heißt, wir haben uns technisch ein System überlegt, wie kann ich Quelltemperaturen jenseits der 30 Grad für die Wärmepumpe nutzbar machen. Weil ich habe halt in einem solarthermisch betriebenen Netz oder in einem Abwärmenetz, habe ich irgendwann den Fall, ich bin über das sozusagen der magischen Grenze, wo die Standardwärmepumpe nicht mehr arbeiten kann. Und genau dann kommt eben mit Glück eine Ratiotherm-Wärmepumpe zum Einsatz. Man könnte die Temperatur natürlich auch runtermischen, klar, aber man will das natürlich nutzen. Und da haben wir uns da eben entsprechend technisch entsprechende Systeme überlegt. Ne? Ich sage mal, die gibt es in groß bis 100 kW und die gibt es in klein für ein Einfamilienhaus mit bis zu 10 kW Leistung. Also diese Abstufungen gibt es. Jetzt bewegen wir uns natürlich im Bereich Nahwärme. Und da ist es so, jeder kennt es aus der klassischen Nahwärme, Sie haben im Prinzip eine sogenannte Übergabestation, normalerweise ja als Systemtrennung von Nahwärmenetz zu Hausnetz. Und die ist hier eben bereits integriert. Wie das aussieht, zeige ich gleich noch. Die Wärmepumpen bei uns, der Grid-Baureihe, also das sind alle Wärmepumpen, die bei uns letzten Endes in der Nahwärme laufen, haben eben diesen Direktübertrager mit integriert und können eben je nach Ausprägung, die gibt es in verschiedensten Abstufungen, dann auch was die Quelltemperaturen betrifft, aber jetzt heute betrachten wir nur im Prinzip unsere Haikou-Baureihe, also die Hochtemperaturquellenseite, die eben dann von plus 10 bis plus 55 Grad arbeiten können auf der Quellseite. Ja, und das eröffnet natürlich jetzt neben der Nahwärme noch viele andere Spielwiesen, Trinkwasserhygienisierung als Stichwort, wo die Luftwärmepumpe im Mehrfamilienhaus nicht mehr das leisten kann, dass sie normal elektrisch machen, können sie mit einer kleinen Wassermaschine oben drauf satteln. Die schaffen Vorlauftemperaturen bis 75 Grad dementsprechend. Wie gesagt, bis 100 kW Leistung gibt es die und sie haben eben diverseste Optionen, passive und aktive Kühlung mit reinzunehmen, die komplette Gebäuderegelung mit zu übernehmen. Aber ich sage mal, das Wichtigste tatsächlich, was es auch so im Markt sonst nicht gibt, ist eben diese Fernwärmeübertragung. Das ist der klassische Fernwärmeübertrager, den Sie aus jedem Nahwärmenetz dieser Welt kennen, der an die Wand gedübelt ist, Fernwärmeventil dazu, fertig. Und den haben wir eben in die Wärmepumpe integriert. Das schafft erstens auf der Baustelle deutlich weniger Trouble, weil Sie haben die Wärmepumpe, Sie stellen die Wärmepumpe hin, Sie schließen Vorlauf, Rücklauf, Nahwärme an und der Rest passiert in der Maschine. Dann hat der Installateur in der Regel nichts mehr zu tun. Natürlich auf der anderen Seite dann Richtung Heizung wieder die Verrohrung zu übernehmen, aber sozusagen diese Fehlerquelle Fernwärme ist damit letzten Endes ausgeschaltet und sie erlaubt uns technisch verschiedenste Hydrauliken intern zu realisieren. Also wir machen das auch projektspezifisch. Es gibt ungefähr 6 oder 7 verschiedene Varianten, wie Sie diese Fernwärmestation nutzen können. Sie können sozusagen an der Wärmepumpe vorbei arbeiten, Sie können auf einen Speicher arbeiten. Also da gibt es ganz, ganz, ganz unterschiedliche Themen. Und Sie können natürlich eben auch hier, ne, das untere ist dann der Kältekreis hier, und Sie haben halt hier immer wirklich die Möglichkeit, auf dieses System letzten Endes, also von der Fernwärme auf den Kältekreis zu gehen oder direkt auf die Heizung zum Beispiel. Ja, jetzt beim gleitenden Netz würde ich zum Beispiel den Weg wählen, ich komme hier von der Fernwärme rein, übertrage direkt über diese Fernwärmeübergabe, übertrage ich wirklich direkt hier rüber auf den Heizkreis meine Energie. Die Wärmepumpe ist in dem Moment außen vor, die läuft nicht. Das ist der Betriebspunkt oder der Betriebsfall letzten Endes,
Heizbetrieb, wenn ich natürlich ins warme Wasser muss, gehe ich normalerweise halt den Weg über die Wärmepumpe und gehe dann in meinen Warmwasserspeicher oder was auch immer rein. Also diese Varianten gibt es. Und so zeigt oder ja, so funktioniert im Prinzip dann dieses System im gleitenden Nahwärmenetz oder eben in den umschaltbaren Kalt-Warm-Wechselnetzen. So sieht es aus, ist natürlich relativ vollgepfercht mit Technik. Sie sehen es letzten Endes, ne? Sie schließen hier direkt die Fernwärme an und können dann letzten Endes weitere Anschlüsse nutzen für die Warmwasser- und Heizgeschichten. Wie gesagt, Optionen E-Stab und so weiter gibt es alles. Kommunikation ist natürlich ein wichtiges Thema. Auch hier bieten wir letzten Endes Lösungen an, um sowas komplett vernetzen zu können, also die verschiedensten Wärmepumpen untereinander zu vernetzen und für den Betreiber auch nutzbar zu machen. Gibt es eine spezielle Software. Und fürs Einfamilienhaus ist es so, also sprich, das ist jetzt eher so die Variante für das klassische Einfamilienhaus-Neubau. Es gibt noch einen kleinen, ich nenne es mal Technikräumchen, weil größer sind die ja heute nicht mehr. Da steht noch die Waschmaschine drüber, der Trockner. Und sie haben gar keinen vernünftigen Heizkeller mehr. Und darauf zielt jetzt eher dieses Produkt ab. Auch hier haben sie natürlich wieder die Integration der Fernwärmestation und können sozusagen technisch diese Hochtemperaturquellen nutzen. Aber eben als Besonderheit hat man hier auch noch einen Pufferspeicher, einen kleinen, mit integriert schon. Das heißt, hier haben Sie den kompletten Heizraum in einem Gehäuse auf 99 mal 70 cm. Und haben da sogar noch ein Frischwassermodul mit drin, also im Prinzip den voll ausgestatteten Heizraum. Funktioniert allerdings natürlich platzbedingt nur bis etwa 10 kW Leistung, aber ist im Neubau völlig ausreichend. Ja, das sind, wir setzen dann technisch tatsächlich auch noch drauf, dass zum Beispiel Kältekreise einfach getauscht werden können, weil das ist ja heute das große Problem, das der Installateur, der Heizungsbau hat. Der hat erstmal per se Angst vor der Wärmepumpe, weil da brennt nichts. Das ist das Problem, das er hat. Er weiß nicht, was er da, also er kann da sich nicht selber helfen in der Regel und ist eigentlich auf den Werkservice angewiesen. Und das versuchen wir zu umgehen, gerade im Nahwärmenetz, wo sie sehr, sehr viele gleiche Maschinen in der Regel ja auf einem zentralen Platz zusammen haben, 70, 80 Stück auf drei Straßen verteilt. Da gehen wir eben den Weg, dem Installateur einen fertigen Kältesatz vor die Tür sozusagen bei ihm vor die Tür zu stellen. Der kann im Prinzip diesen kompletten Kältesatz rausziehen, muss an der Kältetechnik nichts tun. Bisschen Elektrik, bisschen Hydraulik, ein paar Absperrhähne, ein paar Stecker ziehen, zieht er auf einem Schlitten diesen kompletten Kältesatz raus, tauscht den aus und die Wärmepumpe läuft wieder. Der schickt ihn an uns zurück per Spedition oder Post ist ja zu groß, per Spedition. Und wir können im Prinzip den technisch überprüfen. Ja, das ist sozusagen die Versicherung für den Installateur, dass er da einfach ein bisschen einfacher damit umgehen kann. Ja, man sieht es jetzt hier nochmal letzten Endes sozusagen aufgeteilt in zwei Türme. Der linke Turm ist die eigentliche Wärmepumpe und rechts haben sie vorne dran die Frischwasserstation und dahinter eingeschäumt den Pufferspeicher. Sogar mit Ausdehnungsgefäß, also sprich, wir haben da technisch letzten Endes alles mit integriert, was ein Einfamilienhaus heute an Installation benötigt. Ja, bei größeren Objekten, Mehrfamilienhäusern und so weiter, braucht man natürlich dann noch das Thema Speichertechnik, gerade im Mehrfamilienhausbereich. Da bieten wir natürlich das, sage ich mal, etablierteste Produkt von uns seit 1993, also letztes Jahrtausend, den Schichtspeicher Oskar, der eben im Prinzip sozusagen dieses ganze Wärmemanagement gerade im Mehrfamilienhaus sehr, sehr effizient abbilden kann, aber eben auch andere Komponenten, Power-to-Heat, Solarthermie, könnte man damit einbinden. Ja, ein paar Projekte noch zum Abschluss. Das älteste, wie gesagt, das Nahwärmenetz Dollenstein. Sie sehen hier einen Blick auf das Dach vom Heizhaus.
Also eine etwas andere Charakteristik als in den bisher gezeigten Projekten. Die Fläche hier ist sehr überschaubar an Solarthermie, ist aber natürlich eine Wärmepumpe dahinter. Also das ist letzten Endes jetzt das Heizhaus in Dollenstein. Dort steht drin ein Flüssiggas-BHKW, liegt jetzt daran in dem Fall, dass Flüssiggas tatsächlich oder dass kein Erdgas verfügbar ist im ländlichen Bayern teilweise. Hier ist noch mit integriert eine 440 kW Grundwasserwärmepumpe, CO2-basiert, also eine CO2-Maschine mit entsprechender Speichertechnik und eben dezentral diesen Wärmepumpen. Man hat damals die Wärmepumpen auf 30% der Heizlast ausgelegt. Also sprich, man hat die Gebäudeheizlast ermittelt und dann 30% davon als Wärmepumpenleistung angenommen. Inzwischen wissen wir, dass es auch weiter runter geht. Und ja, das ist halt einfach damals so gewesen. Keiner wusste, wie es geht. Wir haben es halt mal ausprobiert. Die Besonderheit hier ist, das BHKW und die Photovoltaikanlage, die mit integriert sind, können die dezentralen Wärmepumpen mitversorgen. Man hat damals, das war noch vor dieser ganzen Diskussion, wie das projektiert wurde, vor dieser ganzen Stromnetz, Geschichte. Man hat bei der ENBW, bei der Energie, also bei der Nürnberger Energieversorger, angefragt, wie sollen wir es denn machen? Wir würden da gerne ein Kabel mitverlegen. Ja, keine Ahnung, wissen wir nicht. Dann hat die Marktgemeinde Dollenstein im Prinzip da ein Kabel reingelegt, Graben zu, fertig. Ja, also die waren da ein bisschen rabiat unterwegs und haben dann im Prinzip das geschafft, so mit ihrem eigenen BHKW-Strom tatsächlich physisch direkt die Versorgung zu machen von den Wärmepumpen, die dezentral installiert sind. Aber nur die Wärmepumpen, also kein Haushaltsstrom. Ganz wichtig. Genau. Weiteres Projekt ist letzten Endes dann die Nahwärme Meitingen 2018. Das ist ein großes, kaum zu übersehen, Carbonwerk, SGL Carbon, in der Nähe von Augsburg und das rechte Trapez oder was auch immer es ist, ist heute schon ein Wohngebiet, ist größtenteils schon gebaut. Im Endausbau werden es 200 Wohneinheiten sein, die da eben mit industrieller Abwärme versorgt werden. Man hat hier tatsächlich eigentlich gar kein Backup, also sprich, es gibt kein Heizhaus, es gibt in der Tiefgarage einen kleinen Technikraum, da ist ein großer Speicher drin als hydraulische Weiche fürs Netz. Dort kommt von der einen Seite die Nahwärme oder im Prinzip die Abwärme von SGL rein mit 30 Grad, 35 Grad, je nach Prozesstemperatur. Und man hat hier sozusagen dann einfach nur die technischen Komponenten, um es dann im Netz zu verteilen. Aber recht viel mehr haben sie hier nicht. Weil die Philosophie ist hier letzten Endes, wenn man sagt, es sollte wirklich mal bei SGL irgendwas ausfallen, technisch, dann wird nur ein Teil der Produktion ausfallen und es wird immer noch Restwärme da sein, sodass ich das Nahwärmenetz, selbst wenn ich es nur auf 10 Grad betreiben kann, das reicht auch noch, um die Wärmepumpen am Laufen zu haben. Man hat hier einfach nur für den Revisionsfall, der ja normalerweise planbar ist, einen Anschluss für ein Hotmobil, also sprich für eine mobile Heizzentrale außen, die steht dann draußen dran, Vorlauf, Rücklauf hin und dann läuft die halt so lange, wie die Revision dauert. Also ganz, ganz einfach. Interessant auch hier, Stromversorgung hat man letzten Endes auch über einen zentralen Punkt, also sprich, es gibt in dieser Technikzentrale einen einzigen Bezugspunkt, das ist ein Wärmepumpentarif, den die Stadt Meitingen da gewählt hat und auch von da laufen eigene Stromleitungen in die einzelnen Gebäude mit rein. Also auch die haben das so gelöst und hier möchte man in Zukunft auch noch das Thema PV mit dazu nehmen. Hier sehen Sie mal den Großspeicher in der Bauphase und abschließend dann noch gibt es noch im Prinzip ein richtig vollständiges Quartier, also mit allem drum und dran, mit PV, mit allem, was zu einem Quartier dazugehört. Das ist ein Senioren-Bungalow,
oder 52 Senioren-Bungalows mit angeschlossenem Pflegekonzept in Baden-Württemberg. Zusammen mit der ENBW haben wir das realisiert. Und letzten Endes sind das lauter einzeln abgeschlossene Bungalows, wo man wirklich eine kleine dezentrale Wärmepumpe eben drin hat. Das Netz ist gleitend, also auch hier, das bewegt sich zwischen 20 und 50 oder 45 Grad. Und das wird letzten Endes über ein Biomethan-BHKW erzeugt. Man hat auf den Gebäuden Photovoltaik, 120 kW. Es soll noch ein Batteriespeicher kommen. Und der Netzbetreiber, ich habe es schon gesagt, die ENBW, die wollen natürlich so ein Netz mal testen. Also sprich, das ist ein wirkliches Kundennetz, also ein autarkes Netz letzten Endes. Genau, das ist dann die letzte Folie auch bei mir. Hier sehen Sie mal im eingebauten Zustand so eine komplette Nahwärme-Wärmepumpe, die halt in so einem Technikraum mit reingequetscht wurde. Gut, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wenn es Fragen gibt, schönen Dank. Gerne. Danke. Ja, schönen Dank, Herr Westermeier, für diesen erfrischenden Vortrag und die vielen verschiedenen Anwendungen. Fragen von Ihrer Seite? Ich hätte eine Frage, und zwar, Sie hatten auf Kältemittel sind Sie nicht so intensiv eingegangen. Sie hatten am Ende gesagt, CO2, haben Sie auch Propan oder sind das fluorierte? Sehr, sehr unterschiedlich. Also Propan haben wir momentan nur im Luftwärmepumpenbereich, hat einfach das Thema, Sie dürfen im Innenbereich nur 150 Gramm Propan nutzen. Lager. Das heißt, ich würde die Leistung gar nicht bewerkstelligen können. Wir setzen 513A ein, das hat die Hälfte an GWP, also 613 GWP. Wir setzen noch ältere Kältemittel ein, R134A, aber da sind wir gerade auch am Umswitchen. Okay. Das ist für uns als Mittelständler immer nicht so ganz einfach, weil wir natürlich jeden Wärmepumpentyp dann neu prüfen müssen mit diesem Kältemittel. Ja. Und deshalb machen wir einmal den Switch und nicht fünfmal. Okay, alles deshalb klar. Das ist bei uns so ein bisschen... Darf nicht von heute auf morgen gehen. Genau, genau. Mhm. Ja. Alles klar. Da kommt noch ein Fragesteller, das ist schön. Bei den Wechselnetzen war es, glaube ich, angesprochen. Da sind ja 5 Monate im Jahr stehen die Wärmepumpen still. Habe ich es richtig verstanden? Ja, genau. Ist das schlecht für die Technik? Nein. In der Regel, also auch Wärmepumpen, das Einzige, was da sozusagen sichergestellt sein muss, aber das ist bei so einem kleinen Kältekreis nicht das Problem, dass sozusagen das Schmieröl im Verdichter wieder zusammenläuft, aber das ist konstruktiv im Kältekreis sowieso so gelöst. Und dadurch, dass ich jetzt nicht wie bei Kältesplitanlagen, wo ich sozusagen lange Kälteleitungen habe, die vielleicht irgendwo raus verlegt werden müssen, um draußen den Verdampfer zu platzieren, da habe ich das Problem nicht. Also das ist relativ unkritisch. Und auf einer Ihrer ersten Folien waren die Investitionskosten der verschiedenen Netze gegenübergestellt. Und das war ja von 100% konventionelle Wärmenetze, also heiß, bis 140%. Wo kommt der Unterschied her? Letzten Endes aus der Wärmepumpe. Sie haben ja, sage ich mal, im Nahwärmenetzbereich jetzt erstmal normalerweise die gleichen Kosten für die Verlegung wie im konventionellen Netz, weil ich würde auch immer ein gedämmtes Rohr nehmen und sozusagen diese Mehrinvestition kommt natürlich dann aus der Wärmepumpe. Oder aus den dezentralen kleinen Wärmepumpen, die ich setzen muss. Und da ist jetzt sozusagen der Kniff an der Geschichte, wenn ich es jetzt schaffe, möglichst solar meinen COP übers Jahr möglichst hoch zu halten, ist die Amortisation besser. Welchen Zeitraum ungefähr? Da ist extrem. Individuell. Ja, wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Aber ja, müsste ich, also ich bin kein Betreiber, wir stellen nur die Wärmepumpen her, aber ja, müsste man erfragen. Tatsächlich. Ja, schönen Dank, Herr Westermeier. Gerne. Und dann darf ich den nächsten Vortragenden bitten. Das ist Herr Felbentreff. Ja, muss ich erstmal zumachen wahrscheinlich.
man hat mir den Rechner hier jetzt irgendwie verstellt. Das könnte sein. Mal gucken. Dieser hier? Dankeschön, jawohl, haben wir es doch. Jetzt muss ich Sie nur noch entfernen, treff auf PowerPoint, genau, dann haben wir es. So, nee, stelle ich Sie auch noch kurz vor. Nach 15 Jahren erneuerbare Energien kommen wir 32 Jahre auf uns zu. Herr Felgentreff hat uns gemeldet, seit 32 Jahren begleite ich die Nutzung nachwachsender Rohstoffe und nicht versiegender Energiequellen, verbunden mit Energieeffizienz und Nachhaltigkeit. Seit 7 Jahren sind für mich kalte, intelligente Wärmenetze das Mittel zum Ziel. Willkommen in einer sonnigen Zukunft. Herr Felgentreff, Ihre Bühne. Ja, einen wunderschönen guten Tag auch von mir. Ich habe mich gefreut, als ich mitbekommen habe, dass ich nach dem Herrn Westermeier sprechen darf, weil ich dann ein Stück drauf aufsetzen kann und die Möglichkeit bekomme, mal mehr in die Quellseite reinzugucken. Die Verbraucherseite haben wir, glaube ich, mit dem vorhergehenden Vortrag ganz, ganz gut im Griff. Hier finden Sie ganz kurz meine Konstruktion, meine Firma, die Technische Beratung für Systemtechnik, ist vor allen Dingen unterwegs bei den ganz unterschiedlichen sektorübergreifenden Dingen. Daraus hat sich ein Netzwerk gebildet aus einem ganzen Bündel Dienstleistern und einem noch größeren Spektrum an Komponentenherstellern. Und da biete ich Ihnen heute einfach mal so einen kleinen Einblick in die Möglichkeiten dazu. Ich treibe vor allen Dingen eben hier das etwas besser gekennzeichnete, dass man eben die Kommunen versorgt aus Industrieabwärme. Insofern hatte ich das gestern ein bisschen schade gefunden, dass die Wasserstoffleute zwar über die Wasserstoffproduktion philosophieren, aber eben nicht über die 40%, die an niedertemperaturiger Abwärme entstehen. Ich finde es schade, wenn die Nurstromleute sagen, ja, Überschussstrom kann man ja verheizen. Das ist seit vielen Jahren die unintelligenteste aller Varianten. Deshalb eben vor allen Dingen auch das Thema Kälte und Wärme. Und das ist heute mein Thema, weil da zur Kenntnis zu geben ist, dass wenn Sie heute mit dem typischen Kälte-Sachverständigen sprechen, dass der sich vielleicht über Kälte und Klima unterhält, aber eben nicht über Wärme. Wenn Sie mit dem typischen Energieberater sprechen, dann erklärt er Ihnen, wie Heizung und Warmwasser läuft, aber eben nicht Kälte, dass beide, wenn man dazwischen eine Wärmepumpe stellt, eine Lösung hätten, das ist heute noch nicht typisch. Insofern eine wichtige Sache, wenn wir in die Zukunft gucken, dann haben wir ja nicht nur einiges, was wir nicht mehr machen wollen, sondern ein ganzes Bündel, was wir heute noch nicht nutzen. Wir haben letztes Jahr um die Zeit eine Studie abgeschlossen, die feststellt, dass Oberflächenwässer vor Erde und weit vor Luft die bessere Wärmequelle sind. Ganz einfach erklärt, sie haben einfach die höheren Durchschnittstemperaturen. Oberflächenwässer sollten Sie immer in den Blick halten, vor allen Dingen, wenn Sie einen Kunden bedienen, die Anrainer zu Oberflächenwässern sind. Beispiel, wenn Sie die Elbe in jeder großen Stadt um 1 Grad entwärmen, kommt in Hamburg 1 Grad weniger an. Die Regenerationskraft des Flusses ist beeindruckend. Talsperren, Flusswasser, Seethermie. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken. Das als Wärmequelle bei Oberflächenwässern ist es spannend. Sie halten 2 Rüssel in den See und benutzen den ganzen See als Wärmequelle. Das sind gigantische Möglichkeiten. Wir hatten es am Beispiel vom Zwenkauer See. Wenn Sie 1 Grad entnehmen, entnehmen Sie den 200 Gigawatt. Wir haben das nur mit 140 Einheiten betrachtet und das sind gerade mal 0,015% der natürlichen Regeneration des Sees.
Über die Aquifere werden wir nachher noch hören und haben schon ein Stück was gehört. Thema ist eben aber vor allen Dingen die Abwärme aus Kühlung, weil man da eben zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann. Da will ich noch was dazu sagen, dass man heute in jeder Gemeinde Grünschnittpellets nicht nutzt, sondern den Heckenschnitt, den Laub, das Straßenbegleist, Grün-Tatsache entsorgt, teilweise kompostiert und den Reifenabrieb und Dieselpartikel noch der Blumenerde zumischt, ist schade. Deshalb lohnt sich darüber auch nachzudenken, wie man das vielleicht auch als Spitzenbrennstoff nutzen kann, um eben dem Holz ein Stück Entlastung zu geben, denn das wollen wir in der Bauindustrie benutzen. Ressourceneffizienz, ich habe gestern den ganzen Tag Wasserstoffleuten zugehört, der Begriff Effizienz ist so gut wie nicht gefallen. Es lohnt sich also, auch darüber nachzudenken. Fakt ist, dass die Grafik ist nicht ganz neu, aber zeigt das symptomatisch, dass wir ja gerade mal ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs in Strom verbrauchen, dass wir irgendwo bei 15% erneuerbaren sind, davon ist die Hälfte biogen. Wenn man also mit Wind und Sonne alles machen wollte und in der Verbraucherseite nichts verändert, müssten sie Wind und Sonne ver25-fachen. Spannender Ansatz. Fakt ist, wenn wir den großen Kreis nicht kleiner kriegen, kriegen wir den kleinen nicht größer. Das ist der Punkt. Wir haben also zwingend Energieeffizienz zu gestalten, um erneuerbare Energien in Bewegung zu kriegen. Dass wir das mit der 0815 Wärmepumpe nicht leisten, das ist schnell erklärt. Wenn Sie heute aus einer Kilowattstunde Strom gerade mal 3 oder 4 Kilowattstunden Wärme zur Verfügung stellen, stehen Sie gegen einen abgeschriebenen Gaskessel nicht an. Das ist chancenfrei. Die meisten würden sagen, bleib mir mit deiner Wärmepumpe vom Hals, mein alter Gaskessel ist günstiger. So eine kriegt man geschenkt, aber die Umsetzung ist schwierig fürs Einfamilienhaus. Fakt ist, und das soll dann noch ein bisschen in meinen eigentlichen Vortrag überleiten, wir verwenden gigantische Möglichkeiten nicht. Hier mal am Beispiel von Lippendorf, von dem Kohlekraftwerk. Im Extremfall sind die pro Stunde mit locker 10 Kubikmeter Wasser, die sie pro Stunde verdunsten, damit sie die Wärme, die sie nicht ins Wärmenetz abgeben, und an einem Tag wie heute ist, da hält sich das in Grenzen, in die Luft vernichten. Das ist einfach unsäglich. Nicht nur, dass wir permanent uns ärgern, dass Grundwasser weniger wird, sondern die Wärme, die da vergeudet wird, ist einfach mindestens für die Zukunft nicht tragbar. Mich ärgert schon alleine deshalb, dass wir den Begriff Anergie so die letzten 100 Jahre vor uns hergetragen haben, sagen, okay, alles, was wir im Produktionsprozess nicht nutzen können, nennen wir Anergie und werfen es weg. Dass 60-grädige Abwärme in einem Industrieprozess locker die Möglichkeit geben, das Quartier in der Nachbarschaft zu versorgen, wird nicht betrachtet. Deshalb hier nochmal aus meiner Sicht die Problematik mit der Systemjahresarbeitszahl für Wärmepumpen, die eben gravierend verbessert werden können, wenn man sie eben mit besserer Wärmequelle auseinandersetzt. Das haben wir ja im vorhergehenden Vortrag erlebt. Hier nochmal die Grafik aus meiner Sicht. Wer von Ihnen hat denn schon mal zur Kenntnis genommen, dass wenn man mit 30-grädiger Abwärme, also mit Abfall 30 Grad warm, eine Nutzenergie von 40 Grad zur Verfügung stellen würde, dass dann die Wärmepumpe eine Systemjahresarbeitszahl von 9,5 hat? Die meisten werden das noch nicht auf dem Schirm gehabt haben und deshalb ist das genau der Hintergrund, ne? Wer gegen Klitschko gewinnen will, sollte nicht gegen ihn boxen. Einfach nur kalte Erde zu nutzen, um abgeschriebenen Gaskessel in die Wüste zu schicken, bei einem vielleicht noch sanierungsbedürftigen Haus, ist keine Zielvorgabe. Aber hinzugehen, lass uns gemeinschaftlich Quellen, die wir heute in die Landschaft blasen, nutzen und ganz gezielt Wärme dafür zur Verfügung stellen, um deutlich günstiger zu heizen, das ist Aufgabe. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass 16% jeglichen Strombedarfs in Deutschland in Kälte investiert werden, dass ungefähr eine Kilowattstunde Antriebsenergie um die 4 Kilowattstunden Entwärmung erzielt und damit 5 Kilowattstunden Abwärme entstehen. Diese 5 Kilowattstunden mal 16% des deutschen Strombedarfs werden zu 93% in Deutschland nicht genutzt. Eben niedertemperaturige Abwärme, Anergie, den Begriff haben wir extra dafür erfunden, wegwerfen. Die Idee ist eben gerade bei kalten, intelligenten Wärmenetzen, wenn ich die Tatsache auf dem kalten Level arbeite, dass das der Rückkühler ist, dass ich ganz gezielt die Abwärme einsetzen kann, dort natürlich auch noch ein bisschen Antriebsenergie brauche, aber insgesamt eben einen Gewinn habe, der in den meisten Fällen heute
wirklich besonders wichtig ist. Gehen Sie mal in die nächst 10. Gemeinden, die Sie durchfahren, und fragen Sie mal den Bürgermeister, wie er aus Öl, Gas, Kohle raus will. Dann analysieren Sie bitte mit ihm gemeinsam die Potenziale, die er im Ort hat. Es gibt keine einzige Biogasanlage, die alle Energiepotenziale, die sie hat, nutzt. Es gibt so viele Möglichkeiten. Jeder typische Supermarkt hat 30, 25, 30 Wohneinheiten bilanzielle Abwärme übers Jahr, die eben heute in die Landschaft geblasen werden. Es lohnt sich, darüber nachzudenken. Mich selber hat eine solare Soleanhebung vor mittlerweile vielen Jahren bei einer Anwendung in Geithain beeindruckt, die auf einmal mit einem sanierten, aber alten Gebäude Tatsache ein Faktor, eine Systemjahresarbeitszahl für alles zusammen von 5,6 erreicht haben, wo ich gesagt habe, Mensch, das ist ja beeindruckend, wenn ich jetzt unterschüssige Solarerträge Tatsache in die Quelltemperatur anhebe und eine Wärmepumpe bringe, dann mache ich eben beide. Mein Spruch ist, zwei Lahme werden ein Sprinter. Wenn ich also die thermische Solaranlage im Winter sehe, das ist nicht so berauschend, auch die Wärmepumpe hat im Winter ihre Nachteile, beide zusammen können Wesentliches leisten. Da kommt mal fix in der thermischen Solaranlage 1000 Betriebsstunden dazu, unterschüssige Wärmegewinne und in der Wärmepumpe mindestens ein COP mehr. Also da sind wirkliche Möglichkeiten. Mein Thema heute war ja Wärme aus Kälte, Kälte aus Wärme. Es gibt einen thüringischen Anbieter, die Wärmeanlagen Westenfeld, die einen Absorber, eine Absorptionskältemaschine erfunden haben, die Tatsache auf dem Temperaturniveau 86, 71 arbeitet, also mit einem ganz normalen Blockheizkraftwerk betrieben werden können, die aber eben auch mit Solar betrieben werden kann, weil 86 Grad Celsius Vorlauftemperatur ist für eine Sonne eher nicht das große Problem. Gerade dann, wenn wir Kälte brauchen, steht die Sonne auch meist am höchsten. Also es lohnt sich, darüber nachzudenken, auch mit Wärme zu kühlen, das ist eine interessante Sache. Wo ich aber hin will, ist eben diese Doppelfunktion. Hier sehen Sie einfach mal die Grafik. Wenn Sie aus einem Blockheizkraftwerk einen Kubikmeter Gas in das System einbringen, haben Sie ungefähr 3,5 Kilowattstunden Strom und 6,5 Kilowattstunden Wärme. Wenn Sie damit 5 Kilowattstunden Wärme entziehen, im Kältekreislauf entsteht ungefähr 11,5 Kilowattstunden Abwärme. Das wäre erstmal noch nicht so das Berauschende. Interessant ist Tatsache, dass wenn man dann, also hier hat man dann Strom erzeugt, mit der überschüssigen Wärme Kälte produziert, die Kälte ausgetrieben, und das Größte an dem Konstrukt ist das Rückkühlwerk, auch das Wertvollste im Ganzen, das ist, kriegen Sie nicht für 3 €. Interessant wird es jetzt, wenn Sie sagen, nee, lass uns mal noch ein bisschen Strom einsetzen und Tatsache die Wärmepumpe mit der Abwärme bedienen, dann haben Sie Tatsache eine hochinteressante Möglichkeit. Ein Haar ist in dieser Suppe. Es findet ganz, ganz, ganz selten in einem Objekt, in einem Grundstück, in einer Anwendung statt. Sie gucken immer über den Tellerrand, und deshalb ist die Lösung ein kaltes, intelligentes Wärmenetz, wo ich eben dann nicht nur die Wärme, sondern beim Industriebetrieb sogar die etwas klein geartete CO2-Emission abgeben darf. Beim Bürgermeister aber der Ölkessel eingespart wird und damit nochmal eine CO2-Reduktion stattfindet. Selbst wenn also die Abwärme des Industriebetriebs verschenkt wird, spart der Industriebetrieb mindestens 2 Dinge. Zum einen eben die Situation mit der CO2-Abgabe und zum anderen die Tatsache, dass jedes Rückkühlwerk auch richtig Geld kostet. Ganz abgesehen davon, dass es verschiedene Rückkühlwerke gibt, die sowieso nur bis 40 Grad Außentemperatur arbeiten. Es gibt also einiges, wo Surferanlagen oder auch Uniklinikkonstrukte mit Rückkühlwerken betrieben werden, die gar nicht über 40 Grad Außentemperatur gehen können. Das ist systemrelevant. Wer würde mit mir denn wetten, dass wir nicht in den nächsten Jahren einen Sommer erleben, der über 40 Grad ist? Wenn aber der Surfer der Deutschen Bahn ausfällt, das nennt sich systemrelevant. Also hier haben wir nicht nur die Aufgabe, aktiv was zu tun, sondern auch Energieeffizienz und Systemrelevanz auch in Einklang zu bringen. Eine Sache würde ich Ihnen gerne vorstellen, die meisten von Ihnen noch nicht kennen. Es hat 2016 einen deutschen Kältepreis dafür bekommen, dass man Wasser bei 0 Grad kochen kann und dabei Eis produzieren, indem man das Eis, indem man das Wasser in ein Grobvakuum versetzt, ähnlich wie Sie es hier im Konstrukt sehen, dass der Behälter eben die Luft evakuiert bekommt, zwingt man die Oberfläche des flüssigen Wassers zu verdampfen, und da die Verdampfungsenthalpie knapp 8-mal so hoch ist wie die Erstarrungsenthalpie, heißt das, die durch das Verdampfen entnommene Wärme aus dem flüssigen Wasser
wird so entwärmt, dass sich im flüssigen Wasser Eiskristalle bilden, das Ganze ohne Wärmeübertrager und ohne Kältemittel. Das ist hochinteressant, weil wir da eine hohe Effizienz haben. Wir brauchen keine Chemie, wir haben Wasser als Kältemittel. Das ist besonders interessant. Daran hat man entwickelt, um als Kälteanlage zu arbeiten. Spannend wird es, weil sie hier flüssiges Eis produzieren, was auch transportiert werden kann, ohne Wärmeübertrager direkt transportiert werden kann und bis zu 8-mal höhere Kühlkapazität hat pro Kubikmeter als eine typische Sohle als Beispiel. Ne? Das ist hochinteressant, das etwas zu tun. Vor allen Dingen wird es interessant, das sind wir beim schönen Beispiel für meine Überschrift, Wärme aus Kälte, Kälte aus Wärme. Wir haben die Möglichkeit, dass wir hier dieses Konstrukt wärmegeführt fahren, weil das Eis sich Tatsache um den Faktor 10 besser lagern lässt. Wir können davon Bierbrauern vor 200 Jahren lernen, die damals ihre Eiswürfel aus dem Teich geschnitten haben, um das in ihre Eiskeller zu schaffen, um im Sommer damit ihr Bier zu kühlen. Es ist mindestens um den Faktor 3 interessanter, die Kälte aus dem Winter in den Sommer zu holen, als die Wärme aus dem Sommer in den Winter. Und im Moment denken wir immer nur daran, wie kriegt man Wärme in den Winter. Das ist viel interessanter und lukrativer, eben die Kälte in den Sommer zu holen, ganz abgesehen davon, dass wir die zukünftig etwas mehr brauchen. Wir haben hier, weil wir bei 0 Grad Eis lagern, auch keine großen Probleme, was Isolation oder Lagerprobleme beinhaltet. Wir können das Ganze wärmegeführt fahren und insgesamt, so wie Sie es hier in der Wolke wiederfinden, können Sie mit einer Kilowattstunde Antriebsenergie 10 Kilowattstunden Wärme und Kühlung erzeugen. Das ist eine hochinteressante Sache. Das ist vor allen Dingen interessant. Wir haben die ganze Zeit immer darüber über Wärmespeicherung gesprochen. Eine interessante Möglichkeit bieten eben auch verschiedene Anwendungen in der Kälte. Stellen Sie sich vor, das Theater, die untere Grafik hier, das Theater könnte tagsüber den Strom, den sie anbieten hat, über die Photovoltaikanlage nutzen, um Eis herzustellen, um am Abend eben die Klimaanlage zu betreiben. Das ist der kürzeste Schritt, aber das Eis lässt sich eben lagern. Ich kann es zeitlich entkoppeln. Ich habe die Möglichkeit, eben dann nennenswert auf Strombedarfe also einzuschränken, eine Sache. Eine andere Sache aus Göttingen, die obere Grafik, wo eben nachts das Kälte produziert, die Kälte produziert wird, weil wir ganz gezielt nachts bessere Rahmenbedingungen haben, über Kälterrückkühlwerke zum Beispiel. Aber in Göttingen war der wichtigste Grund, dass wir nachts die Server wenig betreiben und deshalb auch Stromspitzen in der Nacht nutzen können, um Stromspitzen am Tag zu vermeiden, wo also die Universität, der Campus dort Tatsache ausgelastet ist. Wir haben also die Möglichkeit, hier Entkopplung zu erreichen. Das Ganze nicht mit Batterien, nicht mit irgendwelchen großvolumischen Speichern, sondern einfach mit Eisspeichern. Eis, das ist die Chance, ist die letzten Millionen Jahre vereist, getrunken, was weiß ich, wieder kondensiert und auch wieder verdampft und auch egal, ne? Das ist einfach der langlebigste Baustoff der Erde mit einer gigantischen, Kühlkapazität, transportfähig, super Geschichte. Der Latenteffekt, das wird Sie ja besonders reizen. Sie hatten ja vorhin gesagt, dass Sie vor allen Dingen in dem Latentbereich gearbeitet haben. Das ist schon beeindruckend. Also Wasser, ein spannender Rohstoff. Und hier eben die Möglichkeit, dass wenn man zentral kühlt, eine zentrale Abwärme entsteht, die dann wieder zentral nutzbar wird. Also auch da wieder Wärme aus Kälte, Kälte aus Wärme, wichtige Sache. Am Zwenkauer See hat es schon kurz gesagt, hier mal das Bild und die Zahlen dazu. So sieht es dann aus, dass man eben Tatsache direkt das Seewasser entnimmt, die Vereisung auch bei nullgradigem Seewasser stattfinden kann, anders wie bei normalen Wärmepumpen, die dort nicht nur mit einer Sohle arbeiten, sondern auch spätestens bei 2 Grad Quelltemperatur einfach die Wärmeübertrager vereist bekommen, geht hier auch bei 0 Grad. Wir können also, wenn wir mit normalen Wärmepumpe von 6 auf 2 Grad runterkühlen, weniger Wärme entnehmen wie hier mit 0 Grad auf 0 Grad Eis. Das ist schon spannend.
Insofern haben wir hier eben auch eine gewisse Versorgungssicherheit. Das System lässt sich natürlich selbstverständlich auch mit anderen Wärmequellen ergänzen. Eine wichtige Sache in dem Zusammenhang. Hier nochmal der Unterschied zwischen der sensiblen Wärme und der latenten. Also es lohnt sich ernsthaft auch bei Wasser mal drauf zu gucken. Wenn wir heute gewohnt sind, mit hohen Temperaturen durchs Dorf zu gehen und dann runterzumischen, was wir brauchen, werden wir uns das der Zukunft nicht mehr leisten wollen und können, weil wir eben in Zukunft die Stromversorgung grundlastig aus Sonne und Wind machen, fällt die Kraft-Wärme-Kopplung nur noch als Regelenergie, als Spitzenlast an, nicht mehr grundlastig. Das heißt, dieser Weg ist nicht nachvollziehbar. Man kann nicht lauwarme Temperaturen auf 90 Grad bringen, durchs Dorf schicken, dann bei 38 Grad verduschen und noch nebenbei feststellen, es hat nur einer geduscht. Also ich muss die Abschaltbarkeit von Wärmenetzen als ganz normalen Betriebszustand haben, was bei heißen Netzen nicht denkbar ist. Auf der anderen Seite haben wir ja vorhin gerade gehört, kaltes Netz kann einfach dynamisch gefahren werden, die Wärmepumpe macht den Rest und so, wie es eben braucht. Ganz, ganz wesentliche Möglichkeiten. Hier nochmal diese Konstruktion des Wärme-Energietransformers aus meiner Sicht. Sie können vierfach modulieren, hochinteressant, zwischen 10 und 55 Grad mindestens. In der Wärmequelle. Sie haben die Möglichkeit, zwischen 100% und 25% der Wärmepumpenleistung zu modulieren, also auch auf zum Beispiel auf den Strom, der unterschiedlich zur Verfügung steht, zu reagieren. Sie haben die Möglichkeit der zeitlichen Entkopplung. So würde ich persönlich einen Pufferspeicher nur so groß machen, dass ich über eine normale Nacht komme, um tagsüber das aufzuladen, was mich über die Nacht bringt, um dann eben einen hohen Eigenversorgungsgrad zu bekommen. Aber weil wir ja hier im Thema sind, Wärme aus Kälte, Kälte aus Wärme, Sie können mit einer vernünftigen Deckenheizung zum Beispiel nicht nur Ihr Problem im Heizkörper klären, sondern das, was Sie im Winter heizen, auch im Winter, im Sommer zum Kühlen benutzen. Und die entnommene Wärme des Wohnzimmers kann in diesem System Tatsache die Quelle fürs Badewasser sein. Neues Geschäftsfeld, wenn Sie Stadtwerk sind, denken Sie mal drüber nach. Sie verkaufen die Kälte an den Kunden und die entnommene Wärme verkaufen den Kunden als Badewasser. Ist das nicht charmant? Das lohnt sich, drüber nachzudenken. Ich habe gleich zweimal in den letzten beiden Tagen gehört, dass das ja alles gar nicht so geht, weil wir ja die Belegungsdichte nicht haben. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass ein kaltes Netz eben völlig andere Parameter kennt. Heiße Netze, wenn die unter 1500 Kilowattstunden pro laufenden Meter und Jahr betrieben werden, zählen sie eher als unwirtschaftlich. Bei einem kalten, intelligenten Wärmenetz sieht das völlig anders aus. Ich habe nicht nur im Betrieb viel weniger Verlust, eben ich kann es vor allen Dingen abschalten, wenn es keiner braucht. Und wegen dem einen Duschvorgang hinten links, das macht die Wärmepumpe alleine, oder das nehme ich aus dem Puffer, da muss ich nicht das Netz betreiben. Aber ich kann mit dem Netz, deshalb nenne ich das Endkunden gegenüber, nicht nur kaltes, intelligentes Wärmenetz, klingt ja erstmal technisch und komisch und vielleicht auch ein bisschen arrogant, Endkunden gegenüber nenne ich es Mitmachnetz. Wir haben die Möglichkeit, einfach auf dem Weg zum Kunden auch alle Erzeuger einzusammeln, die uns das Netz regenerieren. Wichtige Sache in dem Zusammenhang. Herkömmliche Netze haben einen relativ hohen Verlust und werden deshalb nur in Innenstädten eingesetzt. Wenn wir anders rangehen, und da bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema Flüssigeis, stellen Sie sich vor, Sie denken alles anders, dann müsste man nicht mehr die Wärme zum Kunden schaffen, sondern man könnte die Kälte zur Regeneration schaffen. Charmante Überlegung. In jedem Fall haben Sie nicht nur mit dem flüssigen Eis, was Sie dann zur beliebigen Energiequelle schaffen, die doppelte Wärmekapazität pro Kubikmeter, sondern Sie haben auch keinen Verlust. Denn 0 Grad zurück, eine unisolierte Leitung, wenn es denn so sein soll, ne, die hat sogar noch einen Wärmegewinn, weil der Boden bei 10 Grad ist. Also wichtige Sache, das lohnt sich, darüber nachzudenken. Und das muss man nur zwingend dann betreiben, wenn das Quartier sich nicht selbst mit seinen Potenzialen versorgt. Also eine völlig andere Herangehensweise, als wir es bisher kennen. Das hat mich gestern wirklich beeindruckt. Wir produzieren im Windpark Strom, daraus machen wir Wasserstoff, transportieren das nach Erfurt, betreiben dort ein Wärmenetz, wie wir es kennen, und stellen hinterher fest, es hat gar keiner warm geduscht. Also das ist einfach eine Geschichte, das Geschäftsfeld muss mir noch mal einer erklären, das kriege ich nicht hin. Fakt ist, und deshalb noch mal eine Lanze für den thermischen Sonnenkollektor, wenn Sie heute mit einer Photovoltaikmodul arbeiten, dann haben Sie um die 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr.
Wenn Sie einen Kollektor einsetzen bei 130 Grad Vorlauftemperatur, können Sie auch goldene Bilderrahmen aufs Dach machen. Fakt ist, wenn Sie ihn aber zur Regeneration eines kalten Netzes einbringen, und das zeigt uns Dollenstein, die sind bei einem ganz normalen Flachkollektor mit 790 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr dabei. Das ist also knapp das Vierfache vom PV-Modul. Wichtige Sache. Rückkühlwärme als Wärmequelle, das würde ich Ihnen gerne ans Herz legen. Es gibt da irre viel, das können Sie in Google Earth sehen. Jeder zweite Industriebetrieb hat Rückkühlung, die er heute in die Landschaft schafft. Da lohnt sich drüber nachzudenken. Aquiferwärme als nächstes hören, da muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Was interessant ist, gerade in unseren Breiten, ist der Altbergbau. Da lohnt sich in jedem Fall drauf zu gucken, denn da ist der Text im unteren Teil durch die Brüche vom Dritten Reich zur DDR und zur Bundesrepublik gehören die Altbergbaue meistens niemanden. Die Oberbergämter sind nur beauftragt, da zu achten, dass niemand reinfällt. Dass es also seinen Gang geht. Die Grafik ist das Hohlraumkataster in Sachsen. Alle diese Sommersprossen sind Altbergbauer. Also es lohnt sich auch im Thüringer Wald, in Thüringen allgemein, auch in Sachsen-Anhalt, lohnt sich dem Thema zu bringen. Die kleinen sind 80.000 Kubikmeter und die gibt es schon. Die müssen nur mit zwei Rohren rein. Lohnt sich doch drüber nachzudenken. Eine Sache, die ist eine Erfindung in Magdeburg. Die BLZ hat eine Ringrohrsonde erfunden. Die Technologie finden Sie hier ein Stück dargestellt. Fakt ist, dass sie über diese Konstruktion nicht nur 30-70% höhere Entzugsleistung haben, sondern sie kann vor allen Dingen agieren, wenn sie nicht nur zum Entnehmen der Wärme, sondern eben auch zum Dialog mit Wärmespeicher und Wärmequelle arbeiten. Wenn Sie also zum Beispiel einen Industriebetrieb haben, der von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr Abwärme hat und das in Hülle und Fülle, dann muss man nicht nur direkt das an die Bürger geben, sondern kann Überschüsse in die Erdsonde reinbringen, um dann am Wochenende das wieder zu entnehmen. Also hochinteressante Möglichkeiten. Wer da ein Interesse dafür hat, ich stelle herzlich gerne den Kontakt her. Hier mal der Ausblick in eine Göttinger Entwicklung. Die Firma Agilatherm hat eine Lehmrillenplatte entwickelt, die auch in jedem Bestandsgebäude, auch in Denkmalhäusern, also mit 150 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr, die maximale Vorlauftemperatur bei maximal 35 Grad hat und dasselbe System aber nicht nur im Winter hundertprozentig die Räume versorgen kann, sondern eben auch im Sommer kühlen, was ich schon kurz erwähnt habe. Also es lohnt sich. Was ich auch darüber Gedanken machte, ist ein zweistufiges Wärmepumpensystem, das wir ganz gezielt also sagen, lass uns eine Basis schaffen und die Spitze nur, wenn wir sie brauchen und dann in dem Zeitfenster, in dem Watt und Grad genau, was man benötigt. Also nicht wie beim Gaskessel, ich mache alles mit einer Stufe, sondern ich gehe zweistufig ran. Lohnt sich, drüber nachzudenken. Die Übersicht über Wärmenetze finden Sie bei mir am Stand. Das würde ich Ihnen gerne in die Hand drücken, weil auch da schon die eine oder andere Erkenntnis dabei ist. Insofern würde ich gerne Herrn Kästner rezitieren. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Feldentreff. Ja, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit möchte ich eine Frage, maximal zwei, zulassen. Ich laufe nicht weg. Ich weiß. Mich hat das Ganze erinnert, vor 40 Jahren hatten wir genau die Anwendung eines Latentwärmespeichers in einem Schlachtbetrieb. Da haben Sie Kühlzellen. Und die Abwärme der Kühlzellen, und da war mein Latenzspeicher bei ungefähr 25, 30 Grad, und der war die Wärmequelle für die Warmwasserbereitung und das mit einer Wärmepumpe. Also auch da war eine Arbeitszahl von 9 insgesamt möglich. Also von daher, nur die Sachen müssen alle zusammenpassen. Gut, wenn keine Fragen sind, recht herzlichen Dank. Und dann darf ich Herrn Meisel als nächsten Vortragsreferenten bitten. So. Herr Meisel hat also nach seinem Studium der Geologie an der Friedrich-Schlag-Universität in Jena als
Ingenieur, Projektingenieur gearbeitet, sowohl im Bereich der Tiefen- als auch der oberflächennahen Geothermie in Norddeutschland. Mit dieser Erfahrung ist er seit 2019 zu Jena Geos GmbH als Bereichsleiter Geothermie gewechselt. Herr Meisel, Ihr Vortrag bitte. Ich möchte Sie nochmal begrüßen und es geht dem Ende zu des heutigen Tages. Ich hoffe, der Vortrag wird auch nicht ganz so langweilig, obwohl sich sicherlich manche Sachen doppelt werden, die wir von Herrn Thiem schon gehört haben oder eben von Herrn Felgentreff. Und ich möchte über die Potenziale und die genehmigungsrechtlichen Grundlagen von Aquifernspeichern reden. Lassen Sie mich ein bisschen ausholen, warum Erdwärme, geogengebundene Speicher überhaupt, der Klimawandel und die Energiewende stellt uns vor die unabdingbaren Lösung des Problems der fluktuierenden Wärme- und Kältebereitstellung im Jahresverlauf und der Notwendigkeit der Einführung möglichst geogener oder variabler saisonaler Speicher. In Deutschland wären knapp 30% des Primärenergiebedarfs für Raumwärme aufgewendet und Warmwasser. Das heißt, um das zu umgehen, brauchen wir saisonale Speicher und um die im Grunde günstig einsetzen zu können, braucht es eine verstärkte Nutzung der erneuerbaren Energien zur Wärmebereitstellung, sowohl als zentrale als auch als dezentrale Lösung. Wir brauchen die eben schon angesprochenen intelligenten temperaturvariablen Netze, Niedertemperaturnetze und eben die entsprechenden Speicher, um auch Überschussenergien saisonal speichern zu können. Hier nochmal kurz eine Grafik zur bisherigen Energiewende, die im Wesentlichen eine Stromwende war. Wir sehen, dass der Anteil an erneuerbaren Strom über die Jahre kontinuierlich gestiegen ist, aber im Wärmebereich im Grunde im letzten Jahrzehnt bei zwischen 14% und 15% hängen geblieben ist. Es gab also da kaum Wachstum, was den Bereich angeht. Das heißt, wir brauchen endlich eine Wärmewende und wir haben gesehen, dass die Raumwärmebereitstellung ein enormes Potenzial eben auch zur CO2-Einsparung bietet. Das heißt, klassische Geothermie und geogene Wärmespeicher können einen erheblichen Beitrag zur Energieeinsparung durch saisonale Speicherung leisten. Hierfür braucht es eine Steigerung der Effizienz in der Wärmeversorgung durch erneuerbare Energien und dies vor allem im Verbund mit einer intelligenten Sektorenkopplung. Der Einsatz, die Einsatzmöglichkeiten dieser saisonalen Aquiferspeicher oder Speicher sehe ich überwiegend im energetischen Quartiersumbau oder eben auch für größere öffentliche Gebäude. Ich rede überwiegend nachfolgend von oberflächennahen Aquiferspeichern, im Gegensatz zu dem, was Herr Thiem vorgestellt hat, überwiegend die tiefen Sachen. Nötig, hatten wir schon eben, sind dafür eben diese kalten Netze, wenn es im Quartier sein soll. Für eine frühzeitige und erfolgreiche Einbindung, also Planung, ist die frühzeitige Einbindung des Planers natürlich von Vorteil, weil eben der Untergrund relativ wenig bekannt ist, der oberflächennahe noch besser als der tiefe, aber um im Grunde eine Machbarkeit, das Potenzial zu bewerten, eine Machbarkeit auszuloten, braucht es eben eine frühe Einbindung. Da hilft es dann in der Regel nichts, wie man aus Erfahrung kennt, als wer im Bereich Geothermie arbeitet, ja, die Gebäude werden im halben Jahr fertig, wir brauchen aber noch eine energetische Lösung. Da kann ich dann auch immer nur mit den Schultern zucken. Es passiert mir häufiger, als es mir lieb ist. Ja, das Bild kennen Sie schon von Herrn Thiem. Das ist klassische Aquiferspeicher. Herr Thiem hat das sehr gut erklärt, oberflächennah. Es gibt einen kalten Brunnen, aus dem gefördert wird, den Förderbrunnen, und eine warme Seite, in dem warmes Wasser injiziert wird. Das ist das klassische Wechselprinzip. Abseits davon kann man auch einen Aquiferspeicher im Durchlaufprinzip betreiben. Das heißt, wenn ich sehr hohe Grundwasserströmungen habe, muss sehr gut bekannt sein, die Grundwasserströmungsgeschwindigkeit, und dann kann ich Wasser einspeichern auf der einen Seite, warmes Wasser, und innerhalb von einem halben Jahr wird das dann 50, 100 Meter weit im Untergrund transportiert und an der Stelle setze ich dann meinen Entnahmebrunnen und fördere das Wasser entsprechend zurück. Die Ziele von so einem Speicher sind natürlich, die Zeit zwischen dem Angebot und der Nachfrage der thermischen Energie zu überbrücken und einen Ausgleich des Unterschieds der thermischen Leistung zwischen dem Erzeuger und dem Verbraucher gegebenenfalls sicherzustellen. Hierbei ist die Einsparung an Energie das oberste Ziel, wobei die Menge der gespeicherten Energie wichtiger ist als die reine Einspeicher- und Ausspeicherleistung.
da diese Systeme meist sehr träge sind und die Grundlast bedienen. Mögliche Wärmequellen für so einen Aquiferspeicher sind ja industrielle Rest- und Abwärme, Überschusswärme aus erneuerbaren Energien, Ab- und Überschusswärme eben auch aus noch bestehender fossiler Energiebezeugung. Hierfür eignet sich Wasser, insbesondere da Wasser eine sehr hohe Wärmekapazität hat. Und die Energie wird in einem Aquiferspeicher nicht nur im Wasser gespeichert, sondern zu einem relativ großen Teil auch in der umgebenden Gesteinsmatrix, wodurch sich bei einem klassischen Wechselprinzip die kalte Seite immer weiter abkühlt und die warme aufkühlt. Das haben wir vorhin auch ganz gut gesehen in den Bildern von Herrn Thiem. Klassischerweise werden Aquiferspeicher nach ihrem Temperaturniveau unterschieden. Zwischen 15, manchmal auch 10 und 25 Grad reden wir von Niedertemperaturspeichern. Dann gibt es diese Mitteltemperaturspeicher zwischen 25 und 60 Grad und zwischen 60 und 90 Grad Hochtemperaturspeicher. Alles, was über 90 Grad hat, wird in der Regel verstromt oder kann direkt einer anderen Anwendung zugeführt werden. Je nachdem, welche Geologie ich habe, kann ich meinen Aquiferspeicher bautechnisch natürlich anpassen. Habe ich einen sehr großen, mächtigen Aquifer, kann ich die Brunnen in unterschiedliche Tiefen führen und im Grunde oben das warme Wasser speichern und unten das kalte, also im Grunde wie einen Schichtspeicher aufbauen. Oder ich kann eben auch, wenn ich unterschiedliche Grundwasserstockwerke habe, die voneinander hydraulisch getrennt sind, oben dann das kalte Wasser einspeichern und unten das warme. Das wäre im Grunde das Beispiel, wie es am Reichstag gemacht wurde. Zur Entwicklung der Aquiferspeicher. Aquiferspeicher sind prinzipiell nichts ganz Neues. Die gibt es seit den 1960er Jahren. Dort wurde erstmals diese Anwendung durchgeführt. Mit der Ölkrise in den 70er Jahren gab es ein Programm der IEA, das sogenannte Energy Conversion Through Energy Storage Programm, wodurch die Forschung und Entwicklung von Aquiferspeichern deutlich gefördert wurde. In den 80ern gab es darauf folgend reichlich Grundlagenforschung zur Machbarkeit und technischen Entwicklung. In den 90er Jahren gab es dann erste kommerzielle Demonstratoren und Aufgabe vieler Projekte wegen Mineralausfällungen. Diese Demonstratoren wurden in Frankreich, Dänemark und auch in den Niederlanden gebaut. Und seit den 2000er Jahren verzeichnen wir einen deutlichen Anstieg von Prototypen in Europa und aber eben auch parallel der kommerziellen Nutzung schon. Hier mal eine Verteilung über die bestehenden Aquiferspeicher weltweit. Insgesamt sind das gut 2800 Aquiferspeicher weltweit. Davon sind 90% der Aquiferspeicher in Holland mit über 2500 Anlagen und die weiteren 10% sind in Schweden, Dänemark und Großbritannien. Wir sehen Kanada 4 Aquiferspeicher, USA nur 2 und auch China nur 6 Aquiferspeicher. Also das Zentrum der Aquiferspeicher ist in Europa. In Deutschland sieht es so aus, dass bisher 4 Anlagen gebaut wurden. Also in Berlin, das Reichstagsgebäude, hatten wir vorhin das Beispiel. Es gibt in Bonn ein Gebäudeareal, den sogenannten Bonner Bogen. Wir haben in Neubrandenburg die Fernwärmeanlage, die ehemalige, die mittlerweile auch nicht mehr als Speicher läuft. Und wir haben in Rostock ein Projekt, in dem ein Aquiferspeicher läuft. Momentan sind davon nur 2 Anlagen wirklich im Regelbetrieb, nämlich Rostock und Bonn. Daneben gibt es etliche Anlagen, die in Planung sind oder als Forschungsprojekt laufen. Man sieht ja zum Beispiel in Hamburg den Hochtemperaturspeicher, in Lüneburg die Universität denkt über einen Aquiferspeicher nach, auch Hochtemperaturspeicher. Und dann gibt es Forschungsprojekte Deepstore, Geospeicher, in Dingolfingen gibt es ein Hochtemperaturforschungsprojekt, sodass es bewegt sich einiges. Kommen wir mal zu Praxisbeispielen von Aquiferspeichern. Hier das Beispiel der Universität von Eindhoven in den Niederlanden. Das wurde 2001 fertiggestellt und in Betrieb genommen und versorgt ca. 20 Gebäude mit knapp 250.000 Quadratmetern Gesamtfläche. Das Verteilnetzwerk besteht insgesamt aus einem warmen und kalten Ring, der die Gebäude miteinander verbindet und den Energieaustausch ermöglicht. Insgesamt sind das 6 Cluster. Man sieht es hier unten auf dem Bild ganz gut. Ja, das sind 6 Cluster mit 3 warme und 3 kalte Cluster mit je 8 Bohrungen.
Das ermöglicht eine gesteigerte Effizienz der Anlage. Insgesamt sind die hydraulischen Auswirkungen dieses Systems doch ganz schön beachtlich schon. Wir sehen den Bildausschnitt auf der linken Seite, der hat knapp 4,5 Kilometer. Und das heißt, wir haben hier mindestens 4 Kilometer auch hydraulische Auswirkungen des Systems. Dass es in dem Bereich Grundwasserschwankungen gibt, Höhenschwankungen, also entweder eine Aufhöhung oder eine Absenkung, je nachdem, was wir für einen Betrieb haben. Und die thermischen Auswirkungen des Systems nach 20 Jahren sind auch mit gut 1,5 Kilometern auch nicht zu vernachlässigen. Sowas wird in Deutschland genehmigungsrechtlich schon an Grenzen stoßen, wenn es denn oberflächennah sein sollte. Anderes Beispiel ist der Arlanda Airport in Stockholm. Der wurde 2019 in Betrieb genommen, um im Grunde die gesteigerten Umweltauflagen zu erfüllen. Der sollte 60% nur des CO2s verbrauchen vom Stand 1990, trotz Erweiterung und Vergrößerung des Flughafens. Und hier wurde im Grunde auch ein Aquiferspeicher installiert in Form von 11 Brunnen, 5 kalte und 6 warme Brunnen. Und im Winter wird der mit 3 bis 5 Grad regeneriert. Und im Sommer werden 15 Grad rausgenommen, mit Spitzen von 25 Grad. Die Förderraten von den 11 Brunnen betragen insgesamt 27 Kubikmeter pro Stunde. Und so kann eine thermische Leistung von 10 Megawatt thermisch bereitgestellt werden, was insgesamt 7.700 Tonnen CO2 im Jahr einspart. Interessant ist hier das geologische Setting. Der Speicher ist in einem ESK bzw. OSA angelegt, das heißt subglaziale Flussablagerungen sind das. Und man sieht es auf dem Bild ganz gut, auf der linken Seite ist die warme Seite des Speichers und die ist durch eine Aufwölbung in der Mitte, die ganz natürlich vorhanden ist, von der kalten Seite im Norden getrennt, sodass es da auch zu deutlich weniger thermischen Kurzschlüssen kommen kann oder das wird behindert, ja, einfach, weil die Sachen im Grunde räumlich voneinander getrennt sind. Funktioniert in dem Fall ganz gut. Nächstes Beispiel, das hatten wir schon, ja, die geothermische Heizzentrale Neubrandenburg, brauche ich nicht mehr allzu viel sagen, war ein Pilotprojekt der DDR 1989 in Betrieb gegangen, ich glaube die Bohrung 85, 86 abgeteuft und 2001 bis 2004 gab es einen Umbau als Langzeit-Tiefengeothermiespeicher, der dann auch wieder eingestellt wurde, sodass die Anlage jetzt im Grunde als Speicher stillgelegt wurde 2019 und jetzt wieder überlegt wird, die ganz normal als hydrothermische Duplette zu nehmen, also als Geothermieanlage zu betreiben. Nächstes Beispiel hatten wir auch schon, ist der Reichstagsgebäude. Ich glaube, da hat Herr Thiem vorhin ausführlich erklärt, kann ich mir ersparen, das alles nochmal zu erzählen. Ja, also überspringen wir das mal. Ein Beispiel, was ich vorhin eben schon erzählt habe, ist in Rostock. Das ist im Grunde momentan weltweit der einzige Hochtemperatur- oder Mitteltemperaturspeicher, der in Betrieb ist. Der wurde 1999 in Betrieb genommen zur Beheizung von Mehrfamilienhäusern mit insgesamt 108 Wohnungen und 7.000 Quadratmeter Wohnfläche. Der Aquifer hier ist relativ flach, in 20 Meter Tiefe gibt es Brunnendupletten. Und die Wärmeproduktion erfolgt hier eben über Sonnenkollektoren. Das heißt, dieser Speicher wird über Sonnenkollektoren aufgeladen und regeneriert. Das ermöglicht einen Deckungsgrad von 50% des jährlichen Wärmebedarfs für die Raumheizung und Warmwasserbereitstellung. Die Einspeichertemperaturen sind hier eben 50 Grad und das in nur 20 Meter Tiefe ist eine Ausnahme des Aquifers, weil der versalzen ist. Spielt das Wasserrecht hier eine untergeordnete Rolle, sonst wäre das im Grunde gar nicht möglich, in Deutschland mit den Temperaturen zu arbeiten. Die Ausspeichertemperaturen betragen zwischen 12 und 25 Grad als Vorlauf für die Wärmepumpe. Der Speichernutzungsgrad, 63%, haben wir vorhin auch schon mal gehabt für Neubrandenburg, ist jetzt nicht allzu hoch, resultiert aber zum Teil auch auf der hohen Temperaturdifferenz zwischen den eingespeicherten 50 Grad und der natürlichen umgebenden Temperatur in 20 Meter Tiefe, die auch nur bei 10 Grad liegt. Dadurch habe ich relativ hohe Verluste. Das nächste Beispiel ist der sogenannte Stadtteil Bonner Bogen, also ein Gebäudeareal-Stadtteil in Bonn. Der ist auch 2009 in Betrieb gegangen, ist ein Niedertemperatursystem, was 60.000 Quadratmeter Büro- und Hotelflächen beheizt. Mit insgesamt 6 Brunnen in Tiefen zwischen 22 und 28 Metern. Hier sieht man, dass wir eben Einspeichertemperaturen zwischen 6 und 10 Grad Celsius haben und die Ausspeichertemperatur zwischen 14 und 18 Grad Celsius liegt.
Damit wären knapp 400 Tonnen CO2 im Jahr eingespart. Das nächste Beispiel ist ein geplantes Beispiel, das ist, befindet sich momentan in der Realisierungsphase. Das ist der Hochtemperaturspeicher in Hamburg. Da sollen 80 Grad warme Wasser eingespeichert werden und mit 65 Grad entnommen werden und dann im Grunde auch in das Wärmenetz einzuspeichern. Speicherhorizont hier sind die oberen Braunkohlesande in 200 bis 300 Metern Tiefe. Und der Rückgewinnungsgrad oder Speichernutzungsgrad ist hier mit 90% angegeben. Neben diesen Beispielen gibt es auch noch andere Beispiele. Es ist so, dass sich mittlerweile relativ viele Kliniken auch für Aquiferspeicher interessieren. Die haben einen relativ hohen Kühl- und Heizbedarf, beides. Das lässt sich gut koppeln in einem Klinikgebäude. Und meistens haben die eben auch keinen großartigen Platz mehr für große Obertagespeicher. Ein Beispiel hier zum Beispiel ist das Universitätsklinikum in Karlsruhe oder eben auch das Uniklinikum in Leipzig, die über solche Lösungen nachdenken. Also, was können wir sagen? Bisher sind Aquiferspeicher in Deutschland zumindest wenig verbreitet. Das liegt zum einen daran, dass es in der Vergangenheit eine geringe Nachfrage an nachhaltigen Wärmetechnologien gab im Wärmesektor und dass diese Technologien meist noch nicht wirklich wirtschaftlich gegenüber dem Gaspreis und Gaskesseln waren. Dazu kommt, dass die geologischen Potenziale im Hinblick auf Aquiferspeicher im Vergleich zu anderen Ländern, insbesondere Holland, noch ungenügend herausgearbeitet wurden. Insgesamt bieten aber Aquiferspeicher als saisonale Speicher eine grundlastfähige, regenerative Energiequelle und ermöglichen die Erzeugung von Wärme und Kälte eben auch oder eben auch die Speicherung von Strom über Power-to-Heat. Dazu kommt, dass es eine skalierbare Technologie ist, die immer häufiger wirtschaftlich wird. Das liegt neben den großen politischen Rahmenbedingungen zum einen daran, dass der Trend doch vermehrt jetzt zu kalten Nahwärmenetzen oder variablen Netzen geht, dass es eine deutliche technische Weiterentwicklung der Wärmepumpen in den letzten 20 Jahren gab und dass der Entwicklungsstand von Aquiferspeichern gegenüber anderen erneuerbaren Technologien relativ gering ist, sodass hier noch eine gewisse Effizienzsteigerung und Kostenoptimierung zu erwarten ist. Kommen wir zu den Potenzialen, hier mal für Thüringen. Thüringen hat, ja, auf den ersten Blick sieht es nicht sehr viel aus. Wir haben wenig Lockersediment in Thüringen. Das, was wir haben, beschränkt sich auf Flussablagerungen, Flusssedimente in der Nähe der großen Flüsse. Aber genau an diesen großen Flüssen liegen eben auch die relativ größten Städte in Thüringen mit ihren Wohngebieten. Das heißt, wir haben große Potenziale nördlich von Erfurt und vor allen Dingen im Bereich der goldenen und diamantenen Aue in Nordhausen und Artern. Hier gibt es Möglichkeiten, Aquiferspeicher, auch größere Anlagen in Betrieb zu nehmen oder zu planen. Die restlichen Flussniederungen, da haben wir Mächtigkeiten zwischen 2 und 5 Metern. Das ist meistens zu wenig. Ab 5 Metern kann man darüber nachdenken, bei guten Bedingungen auch flache, kleine Anlagen zu installieren. Ganz anders sieht das in Sachsen zum Beispiel aus. Hier habe ich flächig verbreitete quartäre und tertiäre Ablagerungen, die sich primär für die Errichtung eines Aquiferspeichers eignen können. Das heißt, hier habe ich relativ große flächig verbreitete Potenziale. Und teilweise liegen diese Aquifere eben auch in unterschiedlichen Stockwerken, Tiefen übereinander, sodass ich mehrere Möglichkeiten habe, entweder was die Temperatur angeht oder kalte und warme Seite in unterschiedlichen Stockwerken einzubringen. Größte Herausforderung in diesem Bereich ist natürlich die Mineralisation der Wässer, weil ich insbesondere im Bereich des Altbergbaus sehr hohe Eisenmangangehalte im Wasser habe. Hier gilt es noch, Techniken und Lösungen zu finden, um Aquiferspeicher oder generell auch Wasser-Wasseranlagen wartungsarm oder effizient betreiben zu können mit vertretbarem Aufwand. Ja, hier so ein Beispiel aus der Braunkohletagebau. Hier sieht man es nochmal ganz gut. Wir haben ganz oben Quartären, Lockersedimente und darunter verschiedene tertiäre Sande meist, sodass ich hier im Bereich bis zu 5 Grundwasserleiterkomplexe habe, die übereinander liegen können.
Insgesamt sind die Durchlässigkeiten in diesen Bereichen, in diesen Sanden relativ gut und entsprechen im Grunde den Mindestanforderungen für Aquiferspeicher mit guten Durchlässigkeiten und Mächtigkeiten zwischen 25 Metern. Und darüber hinaus können natürlich tiefere Grundwasserhorizonte gespannt sein, wodurch die Förderhöhe des zu fördernden Grundwassers eben auch vertretbar bleibt, die maximal bei 50 Meter liegen sollte bei oberflächennahen Anlagen. Ja, also diese Potenziale hat sich zum Beispiel die Innovationsregion Mitteldeutschlands ist darauf aufmerksam geworden und hat das Projekt AquiStore initiiert, das sich mit der Adaption von Technologien saisonaler geogener Wärmespeicher auf die Aquifere der Innovationsregion beschäftigt hat. Die zu bearbeitenden Fragestellungen innerhalb dieses Projektes waren insbesondere die Verbreitung der Aquifere, also wo habe ich überhaupt an welchem Standort habe ich das Potenzial, sowas machen zu können und welche Auswirkungen gibt es auf die Mikrobiologie und insbesondere, was passiert bei der Erwärmung von Aquiferen, die über oder unterhalb von Kohleflözen liegen. Darüber hinaus wurde auch untersucht, gibt es Auswirkungen oder vermeidbare Auswirkungen auf Temperaturänderungen auf der Geländeoberfläche bei flach liegenden Speichern. Zukünftig soll mit Hilfe dieser Studie Interessenten Fragen zu ihren Projekten beantwortet werden, nämlich ob am jeweiligen Projektstandort überhaupt ein Aquiferspeicher in Betracht kommt, ob es sich lohnt, den Gedanken weiter vorbereitend und planend weiterzuverfolgen hinsichtlich von Machbarkeitsstudien und welche Schritte auf dem Weg zur Herstellung einer Genehmigungsfähigkeit zu beschreiten sind. Wir sehen hier eine Gärtnerbildung aus der Studie. Wurden in der Studie länderübergreifend, also Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt, die Grundwasserleiter analysiert und 5 Grundwasserleiterkomplexe zusammengefasst. Und in diesen blauen Bereichen gibt es alle 5 Grundwasserleiterkomplexe übereinander. Das heißt, hier habe ich entsprechend hohes Potenzial primär. Natürlich haben alle diese Grundwasserleiterkomplexe unterschiedliche hydraulische Eigenschaften und es muss im Einzelfall geschaut werden, welchen ich hier nutzen kann. Insgesamt sind 40% der Innovationsregionen Mitteldeutschlands, also bieten eine Verbreitung von Aquiferen. Sodass das Potenzial, wir sehen es, überwiegend auch in Sachsen sehr hoch ist. Ein nächstes Projekt, was sich im weitesten Sinne mit Aquiferspeichern beschäftigt, ist das Projekt SMOOT mit dem Verbundprojekt 2 GeoHeat Storage. Hier soll ein skalierbarer, kostengünstiger, saisonaler Wärmespeicher bereitgestellt werden. Die Besonderheit ist hier, dass es kein reiner Aquiferspeicher ist, sondern es sollen oberflächennahe Kies- und Grundwasserleiter unter Einbeziehung von Spezialtiefbautechniken bautechnisch erschlossen werden. Er soll also abgegrenzt werden gegenüber dem natürlichen Grundwasser, sodass es ein behältergebundenes Untergrundbauwerk wird. Das ist interessant hinsichtlich der Bewertung durch die untere Wasserbehörde, nämlich dann sind die Temperaturen nur noch außerhalb des Speichers maßgebend und nicht mehr innerhalb. Ich kann also theoretisch innerhalb des Speichers höhere Temperaturen fahren, als ich das normal könnte. Ja, ich muss nur die Außentemperaturen aushalten und einhalten und dafür sorgen, dass ich eine energetisch ausgeglichene Bilanz habe. Weiterhin wurden in dem Projekt gab es eine standortspezifische Bewertung des geologischen Untergrunds für Mitteldeutschland. Es wurden Gestehungskostentools entwickelt und im Grunde auch das Demonstrationsvorhaben auf Vorplanungsniveau gehoben. Kommen wir zu den Genehmigungsfähigkeiten bzw. den rechtlichen Grundlagen. Zunächst erstmal auf EU-Ebene. Auf EU-Ebene gibt es kein Dokument, das speziell geothermische Energie zum Gegenstand hat. Es gibt eine Richtlinie, die sogenannte Renewable Energy Directive, ja, RED II, zur Förderung und Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. Diese beinhaltet den Artikel 23, der erstmals Zielvorgaben zur Erhöhung des regenerativen Anteils enthält, und Artikel 24 verfügt, dass Fernwärme und Kälte dazu beitragen sollen. Weitere Richtlinien, die in der EU gibt, die zur Nutzung oberflächennaher Geothermie als relevant betrachtet werden können, ist die Richtlinie zur Gesamteffizienz von Gebäuden, zur Energieeffizienz und zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und Verschlechterung. Es gibt darüber hinaus keine einheitliche Definition für die Einteilung der geothermischen Systeme. Okay.
Ja, auf Deutschland bezogen sieht es so aus, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen sich auf geothermische Energie und Anlagen im Allgemeinen ohne Unterscheidung der verschiedenen geothermischen Nutzungsformen beziehen. Es existiert noch keine speziell auf Aquiferspeicher zugeschnittene Rechtsvorschriften. In Deutschland ist bislang die Einteilung geothermischer Systeme nach der Tiefe üblich. Es gibt auch die Möglichkeiten, in anderen Ländern wird das gemacht, nach der Temperatur einzuteilen. Auch das ist möglich. Das heißt, somit fallen rechtlich in Deutschland alle geothermischen Anlagen, die oberhalb von 100 Metern liegen, und das sind die meisten Aquiferspeicher, wie sie zum Beispiel auch in Holland betrieben werden, unter das Wasserhaushaltsgesetz. Die technischen und genehmigungsrechtlichen Aspekte sind in der VDI 4640 zusammengestellt. Bei Anlagen über 30 kW muss man in Deutschland im Voraus Modellierungen und numerische Simulationen durchführen, um die thermischen Auswirkungen darzulegen. Und in bestimmten Fällen kann es eben auch sein, dass man eine UVP gefordert wird. Das heißt, Aquiferspeicher im Allgemeinen werden wie Wärmepumpenanlagen mit Grundwasserbrunnen behandelt. Eine Entnahme und Wiedereinleitung ist eine Benutzung des Grundwassers. Ein Pumpversuch hingegen bei der vorherigen Planung und Auslegung ist ein erlaubnisfreies Zutagefördern vom Wasser. Die wasserwirtschaftlichen Ziele, die das Wasserhaushaltsgesetz im Grunde verfolgt, sind keine schädlichen Verunreinigungen oder eine nachteilige Veränderung des Grundwassers und keine Beeinflussung anderer Grundwassernutzungen in der umliegenden Gegend. Das heißt, die Anforderungen definieren sich dann wie folgt: Das ursprüngliche Druck- und Strömungssystem ist einzuhalten. Das heißt in der Regel, dass das Grundwasser in das gleiche Grundwasserstockwerk wieder injiziert werden muss, aus dem es entnommen wurde. Bei mehreren Grundwasserstockwerken ist zudem darauf zu achten, dass die voneinander hydraulisch getrennt werden und es keine Verbindung dazwischen gibt. Weiterhin dürfen keine umweltschädlichen Arbeitsmittel eingesetzt werden. Das bezieht sich in erster Linie bei Aquiferspeichern auf die Bohrspülung, die im besten Fall aus reinem Wasser bestehen sollte. Das heißt, insgesamt sieht es so aus, dass es über die nationale Ebene hinaus einen Gesetzesrahmen auf EU-Ebene eigentlich noch benötigt, der folgende Aspekte beinhaltet, nämlich eine Definition der geothermischen Systeme bzw. Nutzungsformen, ein grundlegend unkompliziertes Genehmigungsverfahren, Kriterium für die Genehmigungsfähigkeit von Anlagen und einheitliche technische Standards und Monitoringanlagen und gegebenenfalls eben auch Zertifizierung von Fachfirmen, die das ausführen. Dabei muss natürlich der Handlungsspielraum zur Adaption der Anlagen an die lokalen hydrogeologischen Gegebenheiten gewährleistet sein. Ja, vielen Dank. Sind Fragen an Herrn Meisel hinsichtlich Realisierbarkeit, Genehmigungsverfahren? Bitte, Herr Felsmann. Könnten Sie ganz kurz ans Mikrofon herantreten? Vielen Dank für den Vortrag. Ich bin gleich danach auch vortragen. Meine Frage ist, was sind aus Ihrer Sicht Konkurrenztechnologien zu Aquiferspeichern? Insbesondere, wenn ich mir vorstelle, dass das immer große, mächtige Speicher sind, saisonal sowieso. Aber was sind Konkurrenztechnologien und warum gibt es in Holland, Niederlande so viel? Sind das dann eher kleinere, objektbezogene Anlagen oder hat das was mit Genehmigung zu tun? Also Konkurrenztechnologien sind in erster Linie Übertagespeicher, ganz klar, wobei die auch nur begrenzte Größe haben. Ich kann mit Aquiferspeichern, mit dem Beispiel vorhin an der Universität Eindhoven oder in dem Flughafen in Stockholm, kann ich so groß machen, dass ich im Grunde mit keinem Übertagespeicher da rankomme. Ja. Da gehen dann höchstens tiefengeothermische Speicher noch, wobei ich mit denen dann weniger gut kühlen kann. Das ist halt der Vorteil dieser oberflächennahen Speicher. Sie bieten eine sehr gute Möglichkeit, uns an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Das heißt eben auch Kühlung bereitzustellen. Ja, das ist ja auch das, was viele Erdwärmesondenfelder, warum die gebaut werden bei Industrie- und Bürogebäuden, nicht zum Heizen, sondern sie müssen im Sommer die Bürogebäude kühlen und das wird über ein Erdwärmesondenfeld gemacht, weil in den Städten meistens eine Fernwärme vorliegt, aber mit der kann ich nicht kühlen. Der andere Punkt ist, warum es in Holland so viele gibt, ist, dass Holland eine viel bessere Datengrundlage hat, weil die die Daten schon immer frei zur Verfügung gestellt haben, ohne dass man großartig anfragen musste. Man kann dort meistens auf die Webseiten gehen, sich alles runterladen, anschauen. Zudem hat Holland auch eine etwas andere Geologie. Ja, also in Norddeutschland ist sie noch relativ ähnlich, aber prinzipiell habe ich dort sehr oberflächennah, auch in großen Mächtigkeiten, Marine, Sande, die relativ gleichkörnig sind und sich sehr gut dafür eignen. Ja, in Deutschland ist es ein bisschen komplizierter. Wir haben hier Spezialanwendungen.
wir haben hohe Eisenmangangehalte in Bergbauregionen, die einen davon abhalten. Wir haben vergleichsweise geringe Mächtigkeiten in manchen Schichten und eben nicht diese großen homogenen Schichten wie in Holland. Dankeschön. Weitere Fragen? Ja, Herr Felgentreff. Ich würde das gerne noch ergänzen, um klarzustellen, wie groß der Unterschied ist. Ich habe gesagt, wir kühlen viel über die Luft weg. Dafür brauche ich eine Kilowattstunde, um ungefähr 3,5 Kilowattstunden Kühlleistung zu erzeugen, wenn ich im Hochsommer bei 30 Grad arbeite. Ich kann aber in derselben Zeit, wie ich mit den 30 Grad Luft agiere, mit 10-gradiger Wasser, also mit 10-gradigem Wasser agieren. Und das ist nach Aussage von einem Kältetechniker aus Leipzig Faktor 1 zu 50. Also ich trete mit dem Luftkühler 1 zu 3,5 an und könnte ohne Kältemaschine, wenn ich Raumkühlung machen möchte, eben mit dem Faktor 1 zu 50 auf kaltes Wasser zurückgreifen. Und dazu lagere ich es eben ein, ich werfe es nicht weg. Und das zeigt vielleicht eine besondere Bedeutung. Ja. Sächsische Hochschule Zwickau, Herr Meisel, haben Sie Erfahrung mit den Hochtemperatur-Aquifer-Wärmespeichern, also 80, 90 Grad, oder ist das aus der Literatur? Das ist aus der Literatur. Okay, nee, ich wundere mich, also das Verhältnis elektrischer Energie, Wärme dürfte ja so bei 1 zu 50 bis 1 zu 100 sein, das ist noch mäßig, trotz 200, 300 Metern Tiefe, wo ich verpressen muss und so. Aber ich stelle mir es nicht ganz so einfach vor, 80, 90 Grad von Normaldruck zu fördern, wegen der Probleme Verdampfung oder sowas. Oder gibt es da keine? Und das zweite Problem, ich kann ja nicht überall 90 Grad reinpusten, in Island vielleicht oder sowas. Ja, also Hochtemperaturspeicher müssen natürlich in entsprechenden Tiefen gemacht werden. Da reden wir dann nicht mehr von Tiefen zwischen 20 oder 100 Metern, sondern wie in Neubrandenburg, sowas ist dann in mehreren tausend Metern gegebenenfalls. Oder in Rostock, da sind wir 300 Meter, da wollten sie 80 Grad rein. Da müssen die Planer sich schon Gedanken gemacht haben, ob das geht, was die Wässer und die Mineralisation angeht. Aber in der Regel, je wärmer ich die Energie einspeichern möchte, desto tiefer muss ich eigentlich mein Aquifer haben. Ja, das versteht sich eigentlich von selbst. Der andere Punkt ist, was ich noch ergänzen kann, in Holland sind es, glaube ich, zu 90% auch Kältespeicher. Es sind keine Wärmespeicher, die Aquiferspeicher in Holland. Es sind Kältespeicher für die Gewächshäuser, weil die im Sommer zu warm werden. Das ist der ganz einfache Grund, die sind überdacht mit Glas und im Sommer wird es dort so warm, dass die einfach Kälte brauchen. Ja, schönen Dank, Herr Meisel, nochmal für Ihren Vortrag und ich darf jetzt den letzten Referenten, Herrn Professor Felsmann aus Dresden, kurz vorstellen. Ja, erstmal guten Tag. Gerade angereist und hoffentlich auch noch alles heil gewesen. Ja, Herr Professor Felsmann hat 2001 promoviert. Ich freue mich, dass er bei Herrn Professor Knabe promoviert hat, mit dem wir viele Projekte mal früher gemeinsam, Professor Richter, gemacht haben. Und ist Mitbegründer des Instituts ITG, ist, glaube ich, allgemein bekannt, und ist jetzt Professor für Gebäude, Energietechnik und Wärmeversorgung seit 2010 an der TU Dresden. Ihre Bühne, Herr Vielen Felsmann. Dank. Ja, tut mir leid, dass ich jetzt erst hier auftauchen konnte, aber es ist halt so, wenn man irgendwo anders noch gebunden ist und Vorlesungen halten muss und ich bin froh, dass ich es geschafft habe, hier zu sein. Bin auch froh zu sehen, dass das mit dem Zeitdisziplin bei Ihnen hier alles gut klappt. Und ich habe nun das Vergnügen, etwas zum Thema Erdeisspeicher hier beizutragen. Zunächst hatte ich mich gefragt, okay, wie komme ich denn jetzt eigentlich zu diesem Thema? Und dann fiel mir ein, okay, da hatten wir ja mal ein Projekt, was wir zu diesem Themengebiet bearbeiten durften. Und aus diesem Kontext heraus will ich Ihnen kurz etwas dazu erläutern. Die Frage ist mal, Erdeisspeicher, was ist das überhaupt? Ist das jedem klar, worüber wir reden? Haben wir da die gleichen Bilder im Kopf oder stellen wir uns da unterschiedliche Dinge vor? Deswegen erstmal vorneweg, was ist das überhaupt, worüber ich jetzt hier reden will? Ist es ein Erdeisspeicher als Eisspeicher im Erdreich? Nein, das ist es eben nicht. Ja? Also das meine ich nicht. Den klassischen Eisspeicher als Zisterne eingegraben im Erdreich, das nicht. Was wir meinen und was wir hier untersucht haben und worüber ich berichten will,
ist ja der Erdwärmekollektor, der in die Vereisung geführt wird, und zwar gezielt in die Vereisung geführt wird, wo man ja oftmals sagt, nein, sollte man nicht tun, es kommt zu Ablösungserscheinungen, es kommt zu Beschädigungen, es führt dazu, dass diese Erdwärmekollektoren nicht mehr dauerhaft leistungsfähig sind. Also bitteschön, diese Erdwärmekollektoren nicht unter 0 Grad fahren und auf alle Fälle nicht dauerhaft. Hier sagen wir, nein, wir machen das bewusst oder untersuchen erstmal an der Stelle das Potenzial, ob es überhaupt sinnvoll ist, etwas in der Art und Weise zu tun. Und zwar nicht, ich sage mal, in kleinem Stil, wie man es vielleicht als Objektversorgung irgendwo kennt, sondern vielleicht im großen Stil im Kontext der Energiewende. Da muss man sagen, dieses Projekt, über das ich jetzt gleich berichten will, dieser Forschungsansatz, hatte zum Ziel, so wie es hier auch steht, einen neuartigen Erderdspeicher zu entwickeln, wo es letztlich darum geht, diese Latentwärme, also wir machen aus dem Wasser in flüssiger Form im Erdreich Eis, und diese Phasenumwandlungsenergie, die dabei nutzbar und frei wird, die sollen uns quasi helfen, die Wärmekapazität des Speichers, die Speicherkapazität zu vergrößern und natürlich ja, mehr Flexibilität auch bieten, auch vor allem in größeren Leistungsklassen einzusetzen. Ja, da gab es ein Forschungsprojekt, damals noch vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert. Das hat 2019, lief das noch auf Hochtouren. Und wie gesagt, der Kontext war etwas größer, ne? Energiewende und solche Dinge. Auf der Art und Weise haben wir das versucht zu argumentieren. Und vor allem war ein wichtiger Punkt nicht so sehr die technische Umsetzung, das war ein Teil davon, aber vor allem die Sinnhaftigkeit eines solchen Ansatzes. Weil wir alle mal wissen, was da auch passiert, gerade im Kontext mit Wärmepumpen. Je tiefer die Temperaturen, ja, umso schlechter die Arbeitszahlen und solche Dinge einfach mal zu betrachten. Also Erdeisspeicher als Wärmequelle für die Wärmepumpen mit Temperaturen unter 0 Grad. Das heißt natürlich auch, Regeneration muss mitgedacht werden. Frage oder der Aspekt kam ja schon, ne? Kühlung ist wichtig. Das heißt, ein Erdeisspeicher ohne Kühlung zu denken, ist Quatsch. Das gilt für alle Arten von Erdeisspeichern. Also ich muss immer diese Wärme-Kälte-Bilanz haben und eine Ausgeglichenheit. Und die Vorteile, die sind auch offenbar. Größere Speicherdichte, habe ich schon gesagt. Und damit vielleicht auch die Option, platzsparender zu bauen, weniger Investitionskosten ansetzen zu müssen. Und natürlich das niedrige Temperaturniveau gegenüber den konventionellen Kollektorfeldern, sodass man dann natürlich vielleicht auch weitere Optionen hat im Bereich der Kälteversorgung. Das Thema Abwärme, Abwärmesenke klingt immer so wie, jetzt bin ich froh, dass ich die Abwärme los bin, ist natürlich auch ein Luxusproblem. Aber gegenüber anderen Rückkühloptionen ist es vielleicht, ich sag mal, auch eine sinnvolle Sache, was die Regeneration angeht, dieses Erdeisspeichers. Und die Frage ist auch hier, hat das zum Beispiel Auswirkungen auf die B- und Entladezyklen und die Häufigkeit? Ich habe dann jetzt im Folgenden ein paar Bilder, wo wir uns natürlich zunächst mal Gedanken gemacht haben, vielleicht noch im Vorfeld, vor dem eigentlichen Projekt. Wenn wir über solche Erdeisspeicher nachdenken und auch hier wieder größere Leistungsbereiche im Blick haben, wo lassen die sich denn energiewirtschaftlich einsetzen? Nochmal, nicht im Hausbereich, nicht im Objektgeschäft, sondern im größeren energiewirtschaftlichen Stil. Und diese Umsetzungen waren und sind Teil dieses Projektvorhabens gewesen. Die praktische Erprobung solcher Dinge ist im Nachgang dann auf den Weg gebracht worden. Da gibt es auch ein Projekt, das heißt dann Erdeis 2. Da bin ich selbst persönlich zwar jetzt nicht mit dabei, aber wir als TU Dresden sind dort weiter aktiv und erproben das dann quasi auch unter praktischen Erwägungen. Aber das ist hier das Thema Vorläufer. Potenzialabschätzungen sind dann zum Beispiel so möglich, ja, indem man sich mal anschaut, um wie viel kann ich denn eigentlich die Speicherkapazitäten oder die Wärmespeicherkapazität erhöhen, wenn ich die latenten Anteile dazu nehme. Also hier haben wir eine Tabelle, da sehen wir die Wassergehalte des Bodens von 0 bis 50% mal aufgetragen in der einzelnen Spalten. Und in den Zeilen sehen wir dann die Entzugsleistungen von 10 bis 30 Watt pro Quadratmeter. Und in den Zellen selbst sehen wir die Erhöhung der Speicherkapazität. Und die ist natürlich immens, weil durch die Phasenwechselenthalpie und das, was an Energie frei wird oder auch notwendig ist, natürlich dann wieder für das Auftauen, sind erhebliche Steigerungen. Auf das ist man scharf, ja, und da kann man natürlich sagen, wenn ich hier so Zahlen sehe, deutlich über 200, 300%, dann heißt es, ich kriege also aus derselben
Größe, aus demselben Volumen eines R3-Speichers entsprechend das 2, 3, 5 oder sogar 6- bis 7-fache an Kapazität erschlossen. Oder eine andere Möglichkeit der Betrachtung ist zum Beispiel hier, wie kann ich denn die Speicherpotenziale einsortieren in Abhängigkeit erstmal nur der Entzugsleistung für eine gewisse Dicke und eine gewisse Dimension. Sie sehen hier eine Speicherfläche von 1500 Quadratmetern. Also das ist nicht das Einfamilienhaus, was wir hier im Blick haben, sondern es sind größere Felder. Und da sehen wir, ja, das sind Größenordnung, das sensible Speicherpotenzial. Und wenn ich dann das Latente dazu nehme, ja, indem ich dann sage, ich kann jetzt hier in Abhängigkeit der Bodenfeuchte noch dann die Vereisung oder das Auftauen mit dazu nehmen, dann sehen Sie nochmal das Verhältnis, ja, zwischen der sensiblen Entzugsleistung, auf die wir eigentlich sonst immer nur abzielen, um eine Vereisung zu verhindern, gegenüber diesem latenten Anteil. Gut, da könnte man auch drüber nachdenken, ne? So ein Aquifer ist es ja nicht, aber so ein Erdeisspeicher, wenn er dann oberflächennah oder zumindest zugänglich verlegt und eingebaut ist, ihn dann auch entsprechend künstlich feucht zu halten. Ne? Auch das sind natürlich Dinge, die man aus anderen Kontexten im Bereich der Wärmepumpen kennt, erdreich feucht zu halten. So, jetzt habe ich ein paar Anwendungsszenarien. Sage ich mal bewusst nochmal vorneweg, das sind Anwendungsszenarien, die wir vor den eigentlichen Szenarien, Betrachtungen uns angestellt haben und haben gedacht, das könnte man mal in so einen Forschungsantrag reinschreiben. Das sind so Dinge, wo man sich vorstellt, wie man einen solchen Erdkollektor vereisend dann entsprechend einbindet. So, das ist das klassische kalte Nahwärmenetz, was wir kennen. Dieses kalte Nahwärmenetz hat hier nur an der Stelle die Besonderheit, dass wir ja zwei Wärmepumpen einsetzen, nämlich eine Wärmepumpe im Haus, wo es hier irgendwie sieht. Ach, hier. Jetzt so? Ja. Auf den Bildschirm. Ah, okay. Ja. Also wir sehen hier ein Gebäude mit einer Wärmepumpe, ist klar, ist bekannt, wenn wir ein kaltes Nahwärmenetz haben, dass wir mit einer Wärmepumpe eine lokale Temperaturerhöhung erreichen müssen. Aber worauf es hier eigentlich ankommt, ist, dass wir auch noch eine spezielle Vereisungswärmepumpe hier drin haben. Und diese Vereisungswärmepumpe hat den Vorteil, dass sie mit relativ kleinen Temperaturhüben arbeitet. Das heißt, sie hat hier relativ vorteilhafte COPs und Jahresarbeitszahlen, weil sie halt keine großen Temperaturhübe leisten muss. Ist eine Frage der Optimierung, ne, und der Abstimmung der einzelnen Temperaturhübe, die man hier realisiert. Auch die Frage, wie tief muss man eigentlich die Sohle dann unterkühlen, damit wir hier in eine Vereisung kommen. Aber hier war vor allem diese Aufteilung Vereisungswärmepumpe als spezielle Wärmepumpe mit kleinen Delta-Ts. Das wäre jetzt, ich sag mal, so eine klassische Winterfallanwendung. Das heißt, wir müssen das Erdreich einfrieren, wir müssen Wärme entziehen. Wir erreichen relativ moderate Temperaturen im kalten Nahwärmenetz. Sie sehen hier Temperatur von 5 bis 10 Grad, was uns natürlich die Option bietet, hier auch vielfältig noch andere Wärmequellen auch im Winter einzubinden mit relativ niedrigen Temperaturen. Wenn wir uns dann den Sommerfall anschauen, dann wäre das ein Sommerfall, der natürlich eine Kühlfunktion hat, das heißt in den Gebäuden. Ach nee, halt, ich muss ja hier auf. So. In den Gebäuden haben wir dann entsprechend Kühleinrichtungen, sodass wir zum Beispiel hier in Industriebetrieben, Industriegebäuden oder in Wohngebäuden natürlich eine Komfortkühlung hinbekommen. Das muss man auch erstmal haben. Ja, das ist natürlich in den meisten Wohngebäuden momentan nicht der Fall. Innerstädtisch ist das etwas, was man nachrüsten müsste. Ja, aus Komfortgründen, jetzt sehen wir die Temperaturvorhersagen, die uns die nächsten Tage hier eilen. Da könnte man natürlich sagen, sowas wird zukünftig häufiger passieren. Aber momentan fehlt uns einfach die Kälteanwendung. Aber das wäre der Fall. Hier ist jetzt mal die Vereisungswärmepumpe weg, nicht dargestellt, sondern hier ist ein Wärmeübertrager. Das heißt, das läuft als passive Kühlung und damit natürlich energetisch sehr vorteilhaft. Herr Felgentreff hat schon gesagt, viele, viele Vorteile energetischer Art gegenüber der konventionellen Kühlung mit Kältemaschinen. Aber dieses Zusammenspiel Sommer-Winterfall ist hier natürlich etwas, wovon wir profitieren wollen. Was hier nicht dargestellt ist, bevor die Fragen kommen, unten ist es ja rot erwähnt, die Trinkwasserwärme muss natürlich dann separat irgendwie realisiert werden, sodass man natürlich aus dem kalten Fernwärmenetz dann immer noch mit den Wärmepumpen irgendwie Trinkwasserwärmung realisieren müsste. Was haben wir hier noch? Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Fall, wie wir ihn uns vorstellen können, ohne Kühlung in den Gebäuden, also so wie wir es momentan haben. Ja, wir haben ein Fernwärmenetz, hier ist es sogar als Low-Ex-Wärmenetz dargestellt mit Temperaturen von etwa 40 bis 60 Grad im Vorlauf. Selbst davon sind wir ja meilenweit entfernt, zumindest in Bestandsgebieten.
und hätte aber hier den Vorteil, dass wir natürlich, je nachdem mit welchen Temperaturen wir hier hantieren, auch die Möglichkeit haben, andere Wärmequellen noch einzubinden. Die Vereisungswärmepumpe hier mit relativ moderaten Ventilhüben, mit Temperaturhüben zu hantieren. Und ansonsten könnte man natürlich hier auch immer auch in Kombination mit Solarkollektoren, mit PVT-Kollektoren sowohl Strome als auch Wärmebedarfe einbinden. Also das sind so Anwendungen, die hier eine Möglichkeit bieten. Die Frage bleibt hier natürlich, was machen wir mit der Regeneration? Wie kriegen wir dieses Erdreich wieder warm? Und da wäre natürlich die Option zu sagen, ja, warten wir mal auf die natürlichen Energieflüsse und hoffen, dass da irgendwie genügend Wärme nachströmt. Haben wir vielleicht noch irgendwo einen einfachen Absorber, der uns nicht viel Geld kostet, ja, unser Schwimmbadabsorber, einen PVT-Kollektor, wo wir irgendwie Abwärme haben, um das dann im Sommer wieder zu regenerieren. Die Frage muss natürlich mit beantwortet werden, wenn wir keine Kühlanwendungen haben. Da hatte ich gesagt, denken wir natürlich auch darüber nach, so ein bisschen weitergefasst, das Ganze energiewirtschaftlich auszuwalzen. Deswegen haben wir hier mal eine KWK-Anlage, also Thema Energiewirtschaft. Und die Frage wäre natürlich, haben solche vereisungsresistenten Erdeisspeicher auch eine Anwendung im KWK-Bereich? Auch hier hat sich viel getan in den letzten Jahren, was so überhaupt das generelle Denken in Energiewirtschaft angeht. Vieles kommt einem schon nach 3 Jahren hier irgendwie schnell überkommen vor, aber so ist es halt, aber sei es drum. Wir haben jetzt hier mal die Ansätze, dass wir eine hohe Stromerlöse erzielen können, dass wir auch hohen Wärmeabsatz haben, also klassische KWK, die Wärme- und Strommarkt bedient und die würde im Prinzip auf sowas gar nicht angewiesen sein. Die kriegt die Wärme los, kriegt den Strom los, alles gut. Wir haben wieder unser Fernwärmenetz und kein Erdeiskollektor. Jetzt stellen wir uns aber trotzdem vor, ob vielleicht so ein Erdeiskollektor geneigt wäre, diese KWK-Anlagen auch zu optimieren. Jetzt haben wir den energiewirtschaftlichen Fall. Wir haben hohe Stromerlöse, aber wir haben geringe Wärmebedarfe. Die Frage ist, was machen wir mit der Wärme im KWK-Bereich? Okay, wir könnten das Erdreich auftauen. Ja, gut, vorausgesetzt, es wäre jetzt vorher eingefroren. Und wie es eingefroren ist, haben wir jetzt vorher schon gesehen, kommen auch gleich noch ein paar Bilderchen dazu. Aber das wäre so eine Option. Ich schicke die Wärme nicht über den Kühlturm, sondern ich schicke die Wärme ins Erdreich und taue damit das Erdreich auf. Ja, und einfrieren könnte ich das Erdreich nämlich dann, wenn zum Beispiel die Stromerlöse niedrig sind. Energiewirtschaftlich die KWK-Anlage überhaupt nicht sinnvoll zu betreiben ist. Ich nehme sie einfach vom Netz und lasse die KWK-Anlage aus, erzeugt die Wärme, wie vorhin dargestellt, mit der Vereisungswärmepumpe und friere das Erdreich ein. Das wären so Optionen. Die finden wir jetzt nochmal hier auf der linken Seite. Deswegen muss ich da nicht drauf gehen, sondern vielleicht nochmal auf die Option, was wäre, wenn der Stromerlös niedrig wäre und der Wärmebedarf hoch. Also es lohnt sich nicht so richtig, ja, mit der KWK-Anlage da was zu tun. Ich müsste also eher mit der Wärmepumpe arbeiten, aber trotzdem reichen die Wärmebedarfe nicht aus, dann muss die KWK-Anlage irgendwie zuheizen. Also es gibt verschiedene Abwandlungen, die man da sich vorstellen kann oder hier auch mal andere Anwendungsszenarien, die teilweise aber auch schon von den vorhergehenden Fällen abgedeckt sind. Das Rechte wäre auch nochmal so ein Thema Abwärme aus dem Industriebetrieb, sodass man hier natürlich an vielen Stellen das Auftauen und das Einfrieren des Erdreiches sich in irgendeiner Form schon darstellen könnte. Erstmal als grundsätzliche Szenarien. So, wie haben wir das gemacht? Wir haben letztlich dann sehr vereinfacht. Das war wirklich ein kurzes Projekt und nicht sehr umfänglich ausgestattet. Auf sehr einfache Art und Weise hier zum Beispiel Erdreichmodelle mal angewandt, indem wir uns mal so einen würfelförmigen Ausschnitt oder aus vielen Würfeln zusammengesetzten Ausschnitt hergenommen haben. Sie sehen hier mal so 6 von diesen Ausschnitten markiert, weil die 6 markierten Ausschnitte sich unterscheiden von den Randbedingungen. Einerseits sind sie an der oberen Unterfläche, Oberfläche einmal unten an der unteren Oberfläche. Sie haben adiabate Randbedingungen oder nicht adiabate Randbedingungen. Aber das ist so ein Ding, wo wir gesagt haben, wir brauchen nur diese 6 Elemente da irgendwie mal beherrschen, dann schalten wir die irgendwie zusammen und können damit relativ einfach so ein Erdreich auch ausrechnen. Da haben wir uns Randbedingungen hergegeben. Hier oben rechts sehen Sie mal die entsprechende Lastgänge. Einerseits für die Außentemperatur, das rote, und Sie sehen die Kühllast, die hier das blaue dargestellt ist, etwas verschoben zum klassischen Kalenderjahr, sondern es beginnt hier einfach mit der Heizperiode und endet mit der Kühlperiode und geht dann wieder in die Heizperiode über, sodass man quasi erst das entsprechende Einfrieren des Erdreiches hat und dann das Auftauen des Erdreiches hat. Das wäre diese Folge gewesen. Und dann gibt es da hier unten 4 Linien, die dann die entsprechenden Temperaturen darstellen im Erdreich. Da haben wir,
vier Linien. Gucken wir uns erstmal die blaue und die graue Farbe an. Ist jetzt nicht ganz so groß hier das Bild, aber gut, die blaue und die graue Linien, das sind nämlich die Linien, die nicht in die Vereisung reingehen. Das sind also Kollektoren ohne Vereisung, deswegen bleiben wir hier über 0 Grad. Die anderen Linien, die gelbe und die rote, die gehen hier im Winter oder Ende des Winters in den niederen Temperaturbereich. Nicht sehr groß, aber immerhin. Und da sehen wir dann vor allem zum Jahres- oder zum Periodenende, wenn es warm wird, Unterschiede, nämlich die Frage, regenerieren wir über Kühlung oder regenerieren wir natürlich? Und wenn wir natürlich mit Kühlung regenerieren, das ist die gelbe und die graue Linie, dann steigen die Temperaturen viel schneller an, als wenn wir natürlich regenerieren. Das schnelle Ansteigen hat zwei Nachteile. Zum einen besteht die Gefahr, dass es nicht mehr zur Kühlung reicht, aber es hat natürlich den Vorteil, dass wir dann ausreichend Wärme dann im Anfang des Winters wieder haben, um die Heizaufgaben zu erledigen. Und jetzt komme ich zu sechs anderen Szenarien. Nicht, dass sie durcheinander kommen. Das sind nämlich die sechs, die wir tatsächlich betrachtet haben. Die sind jetzt relativ einfach zu strukturieren. Es gibt das Szenario 3 und Szenario 6. Das sind quasi Referenzszenarien, in denen mal ganz einfach, auch hier, Sie sehen es, man fällt schnell aus der Zeit raus, wenn man nicht aufpasst, mit Gaskesseln gearbeitet haben, beziehungsweise im Szenario 6 im Gaskessel in Kombination mit einer Kompressionskältemaschine. Würde man heutzutage natürlich gar nicht mehr machen, aber sei es drum. Und gegenüber diesen Referenzszenarien haben wir dann die Wärmepumpe angesetzt, jeweils einmal mit Vereisung des Erdreiches und natürlicher Regeneration oder mit und ohne Vereisung und passiver Kühlung. Und das sind also diese Varianten, die wir haben. Und der Vorteil, auf den ich schon mal hier hinweisen will, ist, man sieht es vielleicht hier an der Stelle, hier gibt es, sieht man das bitte schlecht, oder hier drüben kann man es vielleicht sehen, die Erdkollektoren sind einmal 60 Kubikmeter groß und einmal 180 Kubikmeter groß, nämlich dann kleiner, wenn sie mit Vereisung arbeiten, wie ich vorhin sagte, sie sind leistungsfähiger. So, und jetzt kommen ein paar Ergebnisse und dann komme ich auch schon langsam schon zum Ende hin mit diesen Ergebnissen, indem man nämlich jetzt einfach mal aus diesen Dingen die Vergleiche herausziehen kann, was Kosten, Primärenergien und Verbräuche von Energien angeht. Sie sehen in diesen Grafiken, fangen wir vielleicht mal mit der Grafik hier oben an, oder fangen wir hier unten, das sind die jährlichen, nee, das sind hier oben, fangen wir hier an, das sind die Energiebedarfe, da haben wir das Szenario 3 und Szenario 6, das sind die Referenzbedarfe, ne? Der Gaskessel und hier der Gaskessel mit einer Kompressionskältemaschine oben drauf, die haben relativ große Energiebedarfe. Die anderen vier sind dann die mit den Wärmepumpen und Sie sehen, die sind deutlich niedriger, natürlich wegen der Arbeitszahlen. Gut, das eine ist Gas, das andere ist jetzt Elektroenergie, aber das wissen wir einzuordnen. Und wir sehen da jetzt natürlich erstmal energetische Vorteile durch den Einsatz der Wärmepumpe. Hat nichts zu tun mit Kosten. Dann sehen wir auch die Primärenergien, die daraus resultieren. Da sehen wir ähnliche Ergebnisse, ja, hier an der Stelle, indem wir die Primärenergie für das Gas relativ groß, die für den Strom etwas größer. Die Unterschiede wären natürlich kleiner durch die ungünstigeren Verhältnisse. Aber es bildet immer noch einen Vorteil für die entsprechende Wärmepumpen-Varianten. Was natürlich zu beachten ist, hier oben in der Tabelle, hier unten sieht man es nochmal, die Arbeitszahlen für die Varianten mit Vereisung, die sinken leicht, weil die Wärmepumpen natürlich in tiefere Temperaturbereiche kommen. Ja, hier müsste man natürlich dann fallbezogen immer noch unterscheiden, habe ich da wirklich einen Vorteil, wenn ich aus dem Erdreich das nehme oder könnte ich vielleicht mit einer kombinierten Wärmequelle Luft da fallweise unterscheiden. Ja? Nehme ich das tiefgekühlte Erdreich oder nehme ich lieber die wärmere Luft? Das sind aber andere Optionen, über die wir jetzt hier nicht nachdenken, weil das Thema Erdeisspeicher war. Ja, und die Kosten insgesamt sehen wir dann hier. Zum einen die Investitionskosten. Ja, klar, der Gaskessel ist unbeschreiblich billig, aber ist keine Variante, die irgendwie zählt. Ja, deswegen kann man die zwar sehr toll finden aufgrund der Kosten, aber sie ist keine, die irgendwie trägt und nachhaltig auch nicht ist und deswegen fällt die einfach weg. Und wir sehen bei den anderen Varianten, dass wir vor allem da Kostenvorteile haben, wo die Varianten mit Vereisung stattfinden, weil dort natürlich die Erdeisspeicher kleiner sind und damit Kostenvorteile generieren. So, und wenn wir dann noch die anderen Kosten dazu nehmen, nämlich die jährlichen Energiekosten oder die Gesamtkosten, das sind die Grafiken hier drüben, dann sehen wir, ja, dass die, vor allem das sind die Gaskosten, die die anderen Varianten dominieren, relativ ja, erträglich sind gegenüber den Stromkosten. Auch das, ne, Dinge, die heute ganz anders aussehen würden mit den Kosten, die wir heutzutage haben. Aber selbst hier vor 3 Jahren ist schon zu zeigen, dass alle Effizienzvorteile, die wir mit den Wärmepumpen haben, alle Energieeinspareffekte, die wir mit den Wärmepumpen haben,
es am Ende dann doch relativ teure Varianten sind im Vergleich zu den konventionellen Lösungen. Aber das sind ja immer trügerische Darstellungen. Ich kann mich gegenüber irgendwelchen Billigvarianten vergleichen, aber die Billigvarianten sind ja aus bestimmten Gründen billig. Und diese Gründe, die könnten wir und sollten wir nicht akzeptieren. Deswegen fallen die einfach an der Stelle auch weg. Und ich sage immer noch mal, die Vorteile, das war das Thema auch des Vortrags, durch die Vereisung, die sehen wir hier. Die Vereisung führen also so zu entsprechenden Kostenvorteilen, die sich wahlweise zusammensetzen aus Investitionskosten und Energiekosten. So, und wenn man das dann zu Ende führt, haben wir sogar noch so einen Entscheidungsbaum entwickelt, wo man dann sagt, je nachdem, was ich für Platzbedarfe habe und worauf es mir eigentlich ankommt, Primärenergie oder Wirtschaftlichkeit, dann finden sich hier bestimmte Szenarien, die man dann hernehmen kann, um bestimmte Entscheidungen auch zu fällen. Und abschließend will ich dann mit Fazit, da habe ich vier Dinge hier zusammengetragen. Das eine ist, ja, wissen wir, Erdölspeicher führt zu Effizienzeinbußen der Wärmepumpen. Das heißt, das Vereisen kostet uns etwas. Aber auch hier muss man natürlich wieder die systemischen Vorteile sehen. Also nur der Blick auf die Wärmepumpe ist zu kurz. Es geht immer um das Systemische, was gewisse Vorteile hat. Wir brauchen die Kühlung dazu, ansonsten haben wir da einen gewissen negativen Effekt und mit dem Kühlbedarfen können wir dann auch die Effizienznachteile etwas ausgleichen. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten muss man sagen, ist der Erdölspeicher natürlich vorteilhaft aufgrund des kleineren Erdreichvolumens und das Letzte, was wir haben, die zusätzlichen Regenerationsmöglichkeiten, ob wir da Solarthermie nehmen oder ob wir entsprechend Abwärme nehmen, aus welchen Quellen auch immer. Das ist im Prinzip etwas, was wir aus Wirtschaftlichkeitsaspekten erstmal ausgeschlossen haben. Das war für uns auch dann so ein Fazit, um zu sagen, das ganz große Rad können wir damit nicht drehen, aber im kleineren Bereich ist es dann doch sinnvoll, das zu tun. Und vor allem dort, wo Kühlung eine Rolle spielt, das entsprechend einzusetzen. Ja, wie gesagt, das Nachfolgeprojekt läuft jetzt zusammen mit den Stadtwerken in Schleswig. Und da arbeiten Kollegen von uns dran und führen das auch in die Praxis über. Vielen Dank. Ja. Schönen Dank, Herr Professor Felsmann. Und sicherlich werden da einige Fragen aus dem Publikum kommen. Hoffe ich wenigstens. Schule Zwickau, Sie hatten es ja selber gesagt, wirtschaftlich könnte es einen Vorteil haben bei der Bilanzierung und Sie haben am Schluss gesagt, es gibt noch kein Reallabor und reale Messung. Oder gibt es da schon Erfahrungen? Es gibt Erfahrungen, man versucht das zumindest auch mit Bestandsanlagen, die nicht dafür konzipiert sind, zumindest mal vorsichtig in den Bereich reinzufahren. Ansonsten gibt es Erfahrungen sowohl was Laboreinrichtungen angeht, wo man diese Vereisung mal gezielt untersucht hat. Und das ist zumindest so, dass man es geht immer um die Frage, ist die Vereisung überhaupt schädlich für den Kollektorbetrieb? Ne? Also nicht, ist das jetzt irgendwie vorteilhaft für das Gesamtkonstrukt, sondern dass man sagt, ja, man kriegt das hin. Man kann das tun, wenn man das nicht übertreibt und wenn man das entsprechend auch beobachtet, kann man das tun. Ja. Ich sage immer, ich spreche wieder Blinde von der Farbe. Wir haben ein Projekt nicht als Aquifer, sondern als Kälte- und Wärmenutzung tatsächlich in einem Rohrwärme- oder einem Doppelrohrwärmeübertrager. Mhm. Und da haben wir die Erfahrung, Bilanzierung, was Sie gemacht haben, und Simulation ist in Ordnung. Mhm. Selbst bei einem saisonalen Speicher hat man ja eine Veränderung des Wärmedurchgangskoeffizienten einfach durch die Vereisung, niedrigerer Wärmeleitkoeffizient, dann überhaupt das Auftauen trotz der merklichen Verbesserung der Latent-Enthalpie. Ist das berücksichtigt oder haben Sie da schon Zahlen, ob das eine Rolle spielt, zwei Tage später oder vielleicht sogar nur Stunden später, diese Einspeisung und Ausspeisung? In Abhängigkeit der Vereisungs- Umfangs. Ein dicker Eispanzer ist ein bisschen schwerer. Genau, also was wir letztlich dann sehen aus den Modellen, ist, dass einfach der Wärmeeintrag nicht mehr funktioniert so richtig. Ne? Also Sie kriegen dann quasi eine Umwälzung in den Kollektoren, ohne dass Sie die Wärme sinnvollerweise rauskriegen. Und dasselbe Problem haben Sie, oder ein ähnliches bei dem Auftauen, weil Sie natürlich dann von innen her den Eispanzer auftauen, ja, und dann hängt er irgendwo da im Erdreich und Sie kommen da gar nicht so richtig ran. Ne? Was wiederum dazu führt, dass Sie diesen Panzer nicht zu groß werden lassen dürfen. Und das sind solche Effekte, die dann eher für die Auslegung eine Rolle spielen.
Und das ist zum Beispiel auch so ein Punkt, wo man aufpassen muss, dass man zum Beispiel vorhandene Kollektoren, die dafür nicht ausgelegt sind, ja, dann entsprechend in diesen Betrieb reinbringt und damit sich Probleme verursacht. Nur weil man irgendwie mal gelesen und gehört hat, ja, kann man ja irgendwie tun, sollte man tun und gibt einen Vorteil. Aber wenn die Kollektoren nicht dafür gemacht sind, dann führt das eher zu schlechten Erfahrungen, ne? Als wenn man sie speziell dafür macht. Auch die Frage, sind das Flächenkollektoren? Wir haben teilweise auch mit Grabenkollektoren, ne, hantiert. Es gibt ja immer auch, ich sag mal, schöne oder schreckliche Beispiele von falsch ausgelegten Kollektoren, die in Vereisung kommen, ja, mit extremen Schädigungen auch von der Bebauung, ja, und solchen Dingen. Und da muss man einfach aufpassen, dass man da nicht reinkommt. Das läuft. Das läuft noch und Ergebnisse sind fortlaufend. Also ich glaube, wenn Sie, ich habe das nicht aufgenommen auf die Quelle, aber ich glaube auf den Bundesseiten oder auf den Webseiten des Bundesverbands Geothermie ist das Projekt auch zum Beispiel gelistet. Dort finden Sie das auch. Name ist Erdeis Römisch 2. Okay. Herr Meisel. Ja, Meisel, Lena Geos. Ich habe eine Frage, haben Sie schon mal in Richtung Genehmigungsfähigkeit vorgefühlt, weil solche Anlagen fallen ja mit Sicherheit in die Zuständigkeit der unteren Wasserbehörden und wenn ich mit Erdwärmesondenfeldern oder auch oberflächennahen Speichern mit den Wasserbehörden rede, habe ich die Erfahrung gemacht, die sind immer sehr, sehr vorsichtig, auch bei Erdwärmesonden ist ja ein ständiger Frosttauwechsel nicht gern gesehen, gut, das hängt mit der Zementierung zusammen. Aber auch was die Oberflächen, thermische Beeinflussung der Oberfläche angeht, sind die immer sehr vorsichtig und wollen alles ja, ein bisschen unbeeinflusst haben. Wenn ich da jetzt großflächig das Erdreich, auch wenn es nicht der Aquifer oder der Grundwasserleiter ist, gefriere, habe ich natürlich eine maßgebliche Beeinflussung, auch gerade der Mikrobiologie im Erdreich. Dazu kommt dann noch die hydraulische Beeinflussung, wenn der, ich weiß jetzt nicht, in welchen Dimensionen Sie davon reden, wenn der mächtiger ist, diese Kollektoren übereinander, kann der Grundwasserleiter reichen und gegebenenfalls zu Aufhöhungen und Absenkungen führen, was bei manchen Leuten nasse Keller verursachen könnte. Ja, ja. Nee, aber dazu habe ich jetzt persönlich keine Erfahrung oder Rückmeldung von den Behörden, als ich da sagen kann, genehmigungsrechtlich relevant, bedenklich, was auch immer. Was grundsätzlich natürlich gilt, ist, wenn man einen Wechsel hat zwischen Aufwärmen und Abkühlen, also Auftauen und Gefrieren, dass das natürlich immer zu einer ausgeglichenen Bilanz führt, ne? Als wenn ich nur das eine mache und auf eine natürliche Regeneration hoffe, was die Sache erleichtert. Ja? Aber was das Vereisen selbst genehmigungsrechtlich nach sich zieht, haben wir jetzt aus diesen Projekten, habe ich jetzt keine Rückmeldung, die ich Ihnen da verlässlich geben kann. Okay, danke. Ja, ich glaube, einen entscheidenden Punkt, den hatten Sie mehrfach in Ihrem Vortrag genannt, es sollte auch im Sommer Kühlbedarf sein. So habe ich das verstanden. Wir hatten nämlich vor mehr als 10 Jahren mal bei der Firma Fissmann den Treff der Kollegen der Heizungstechnik, ja. Und das Ergebnis war, dass die Firma Fissmann bietet das heute noch an, also Eiswaldtenspeicher, dass die beste Anwendung ein gläsernes Autohaus ist. Das hat im Winter einen hohen Heizwärmebedarf und im Sommer einen hohen Kühlbedarf. Und wenn man das dann rüberspeichern kann, man muss nur dann wirklich die Kosten auch betrachten. Das glaube ich, das ist ein wesentlicher Punkt. Sonst auch bei normalen Erdreichwärmepumpen haben Sie ja teilweise auch Vereisungen, ja. Ne, ohne dass Sie es beabsichtigt haben. Ja, ja. Das ist oftmals ja so, dass man sag mal, über das Heizen irgendwie kommt, ja, und sagt, okay, genau. Da ist so ein Erdeisspeicher. Und ich kenne auch diesen Slogan, ne, Heizen mit Eis und solchen, ja, genau. Solchen Quatsch. Ja. Und dann hat man das Ding da und dann fragt man sich, was machen wir damit? Ja. Dann fängt man an, künstlich ich sag mal, Kühlbedarf zu kreieren. Genau. Ja, und dann wird natürlich das Ganze irgendwie konterkariert. Ja. Gut, Klimawandel haben wir da, Behaglichkeitsanforderungen sind auch da, aber ist immer jetzt Dinge künstlich zu pushen, das wäre jetzt nicht unbedingt das Ziel. Ja? Genau. Ja, wenn jetzt keine weiteren Fragen sind, dann sind wir fast pünktlich, 2 Minuten verspätet. Das hat also alles sehr gut geklappt. Ich darf mich bedanken für Ihre Beteiligung, vor allen Dingen auch bei den Referenten für die Diskussion und hoffe, dass Sie einiges mitgenommen haben. Ich hoffe, dass die Energiespeichertage im nächsten Jahr ein bisschen mehr Besuch bekommen. Das hatte ich so ein bisschen rausgehört und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg, einen guten Nachhauseweg und wahrscheinlich im nächsten Jahr sehen wir uns dann hier wieder. Schönen Dank für Ihre Mitarbeit.